Fahrgäste, herzlich willkommen im RE14 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Kronach, Lichtenfels, Bamberg, Forchheim, Erlangen und Fürth Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station, Kaulsdorf. RE14 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Kronach, Lichtenfels, Bamberg, Forchheim, Erlangen. Nächste Station, Kaulsdorf. Das war doch hier auch begrenztes Wetter, ne? Ich dachte schon, ja. Findest du nicht? Öfter hier, als ich. Hallo, die war keine Tipps. Toilette findest du vorne, zum die Ecke. Danke. Hallo. Hallo. So sind die Fahrtaufzeichnung. Mhm. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ausweis, ja. Sollten wir alles persönlich zahlen? Ja. Ich komme ja eigentlich jetzt auf diese. Keine Ahnung. Braucht ja kein Mensch. Ja. Oben braucht man vielleicht. Ich glaube, da kommen aber schon welche. Wäre cool, aber. Wie soll das funktionieren? So. Jetzt geht die Schräg weiter. Ja, so. Da werden schon angebracht. Mhm. Ja, der Kran hat ja überall den Kraft gehalten, der fährt ja wissen, dass er eh. Ich habe meinen WLAN ausschalten, weil es ja begrenzt ist, sonst ist es gleich in der Hälfte von einer Stunde weg. Nee, ich LTE, ich muss mal mit LTE wenden.
schon an. Ich glaube, wenn ich komme, ist eh noch 5 Gigabyte. Den ganzen Monat noch? Die Hälfte habe ich verbraucht. Also die Mutter hat 60 GB im Monat. 16. 60. Im Monat? Ja. Das ist ziemlich teuer, glaube ich. Das, ja, das bestimmt nicht. Ja. 16 wahrscheinlich, das ist realistisch. 60? Im Jahr oder im Monat? Ja, guck mal. Ja, welcher Kran da? Und der Uschi da, der Tim, der Hansel da, der schickt mir in der Schule schon. Hier sind Bilder von der Uschi da. Okay, fein. Achso. Das war der Uschi. Die da. Die sind so auf Schule da. Echt? Ja. In der Klasse? Nee, die waren mal in meiner Klasse. Waren mal in meiner Klasse? Mhm. Digga. So random. Freut wieder mal. Wie das in der Schule. Wer ist Tim? Ja, ein Freund von der Schule. Ah, mag auch zu mir. Nö. Der Hansel. Das war leicht, wo man da nämlich den Fotos kommst. Kann ich ans Fenster einfach, ne? Nee, ich bin schön. Ja, das sind. Das hast du ja auch gesagt, ne? Du hast ja gesagt, du sitzt schon oft genug in dem Zug. Da ist noch alles frei. Da sitze ich. Wenn ich ein Mädchen wäre, würde ich das tun. Beziehungsweise, wenn ich schwul wäre, bin ich aber nicht. Wenn du Elsa wärst, dann hättest du gesagt, ja, natürlich, komm her. Wenn du Elsa wärst und ich, du, dann würde ich natürlich ja sagen. Nee, dann wärst du Elsa. Und ich gesagt, wenn sie hätte gesagt, ja, komm her. Nee, das ist hier ist noch frei. Viel geiler, wenn sie auf dir drauf ist, wenn ja. Du auf ihr. Das fühlt sich geiler an. Nächste Station. Kaulsdorf. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich bin arg klar am Strecke, also der gibt ein bisschen mehr als 50 Euro. Also. Der andere Kahn da, der Doppelstelle mit der Euro 320, da, der R6, der ist von 8 Zahn in die Kurve reingerast. Also wenn der hier fahren würde, wäre der locker 90 oder 80 gefahren. Statt 60. Ich hasse das so. Wie schön die Jacken. Ja. Er hat noch dieses Lichtbox. Ich mach. Ja, ist gut so. Dann ist das kacke. Ja. Oh, jetzt ist schon, wie nass das ist. Ja, boah. Das ist halt heiß da. Also. Ja. Weil der Zug so heiß ist. Ja, kümmer da. Hier dreht er aber nicht. Kümmer leise. Im Gabia funktioniert immer Bomben, vor allem in der Rio. Ja, da ist ja der Merius, was richtig kalt immer. Die Klimaanlage vorhin, vor 2 Tagen im Gabi, die war auch super. Ja. Da war schön kühl drin. Hinten da, Mittelwagen da, wo kein Sound ist, da ist super kalt. Zwei Klimaanlagen. Hinten bei der zweiten Toilette, da hinten, also bei der ersten Toilette, also der nächsten Toilette nach hinten, da ist richtig kühl drin. Das ist richtig kühl. Da sind ja 2 Klimaanlagen, einmal oben und einmal seitlich. Mhm. Siehst du da hinten richtig kühl drin? Da kommt auch noch was raus. Ja, oben ist ja die letzte. Nee, oben war sogar noch Platz frei, oben ist ein Vierer. Ja. Das ist halt der Kackplatz, wo halt kein Sound ist. Hier steigt niemand einer von dem Kack hier. Nö. Klimaanlage ist ja noch kaputt. Das ist immer noch ein Neuwagen. Das sieht man, ja. Wie sieht's aus? Das ist diese Klimaanlage, diese extra Klimaanlage, wenn die Tür offen ist. Der könnte bis zur Grenze durchfahren, also. Das ist Großzeller, da kann der durchfahren, glaube ich. Dann Ludwigstadt, dann Kronach, dann Bamberg, weil zwischendrin wird kein Mensch ein- und aussteigen. Richtig fällt. Hier ist kein Mensch ausgestiegen. Könnte man eine extra RB einrichten, Kronach. Das fällt. Das ist ja durch den 2 Gleise. Ich gehe das halt wieder mit dem IC4, ganz klar. Der ist, ja. Mhm. Der ist ein Bombenzug. Mhm. IC4, oh ja. RE14 nach Nürnberg Hauptbahnhof. Nächste Station, Probstzeller. Guck mal, das ist der Ring. Der Ring sieht voll dumm aus. IC4. Der war geil, ja. Tunnel da rein.
Warst du der? Du, nee, der Robin mag den ECE 4, glaube ich nicht, ne? Doch, der liebt den, der Robin. Nee, wer war das? Du? Nee, Jeff. Früher mochte ich ihn nicht. Schon, aber das ist da, bevor wir uns kannten. Ja. Seit wir uns kennen, mag ich den eigentlich schon. Warum eigentlich? Ich finde früher hässlich, früher fand ich. Früher fand ich den hässlich. Das ist voll geil. Seit 2 Jahren mag ich den EC4 voll. Nach Nürnberg, Hauptbahnhof. Also, über raus meine ich von innen. Von innen, ich fand den halt kacke, diesen. Diesen letztes Jahr nach Berlin, da diesen Gammel, diesen alten Station. Probstzeller. Diesen Prototypen da von 12 Jahren, der war halt kack eng war und so. Den mochte ich halt nicht. Ich hoffe. Da dachte ich, doch nicht so geil, aber ja. Erste Klasse ist Game Changer. Ich hoffe, dass wir auf der BRD dann, wenn wir in Herr plus H, ob der auch hier ist. Dong, ding. Nächster halt. Landsberg. Landsberg. Diese Fahrt endet hier. Wir verabschieden uns von allen Gästen an Bord. Danke, dass Sie mit uns gefahren sind. This service terminates here. Thank you for your journey with the BRD. We say goodbye and wish you a pleasant day. Ausstieg links, wish you a present day wird immer gesagt. Present, nicht present. Ja, ich sag present, present. Das Geschenk. Ja, ich glaube, das war so present, present. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ein geschenkreichen Tag. Ich bin mit dem Geschenk. Also das present day ist immer gesagt, auch um 0 Uhr. Also nur, wenn ich hier letztens von ihm so. Mhm. Also ich wünsche mir auch noch einen schönen Tag. Also ja, wenn ich bin, dann gute Nacht, wünsche mir einen schönen Tag. Sagen. Ich wünsche mir nur noch einen schönen Tag. Ja, Nulu ist ja richtig gut, weil Nulu ist ja quasi der neue Tag, ne? Oder halt, 30 auch ab Abend, 18 Uhr, ja, und wish you a present day. Wünsche dir eine gute Nacht, was er lustig, wenn sie sagen würde. Ja, wish you a present night. Ja. Ja, present evening, ja, nee. Night. Ja, wollte erst mal drüber. Ich hab gleich einen Kaffee, jetzt wieder drüber. Ich muss mit meiner Mutter mal hier fahren, weil die liebt so schöne Strecken. Echt? Ja, perfekt. Die Elsa. Erstmal Ideen sind. Oh. Die hat, ja, was hast du am Montag dann gemacht stattdessen? Nee, sie hat gesagt, sie muss da irgendwie für ihre Ausbildung noch irgendwelche Organisationspläne schon abschreiben und irgendwas noch schreiben. Mhm, aber was hast du dann gemacht? Ich war schon im Ranchet. Ja, scheiße, ja. Ich war schon im Business Class Ranchet. Du wolltest ja nicht mitkommen, weil du mit Elsa fahren wolltest. Ja. Nee, weil ich. Das war ja, das war Schrott, das war richtig episch. Welche Business Class ist auch geil. Also die EC4 Business Class ist ziemlich geil, EC1 ist ziemlich genauso wie die Railjet erste Klasse, nur halt die Kopfstützen sind anders, der einzige Unterschied. Das ist ziemlich ähnlich, aber das ist ziemlich gut. Also die Business Class im Railjet ist wirklich absolut krass, aber First Class halt im Railjet. EC4 halt richtig gut, also die erste Klasse ist wirklich total geil, also Quartal. Zieht sich halt hier immer das Stück hier. Ja, aber das ist ja, weil der so lahm fährt, bis Kronach zieht sich's. Bis halt, wenn er halt nur so selten hält. Das ist halt 80 km/h, sieht aus wie 60. Oder 40. Da kann man gefühlt hinterherlaufen. Also mitradeln. Ja, genau. Wir haben letztens vom Inhaltsangabe machen. Über so eine Kleingeschichte kennst, so ein Radl, so ein Radfahrer, der immer so geht, schneller als der Zug oder so sein wollte. Zug überholen wollte, glaube ich. Ja, irgendwie ein Garmin. Das ist ein locker hinterher, das ist ein Witz. Ja. Jawohl, naja. Ja, 80. Das ist viel Leute, das. Man kann es schaffen, wenn man wirklich, ja, 40. Nee, das geht nicht. 40 schafft man. 50 maximal. Mit einem normalen, herkömmlichen Radl. Auch wenn es bergab geht halt. 40 oder etwas, oder 40, 45 kann ich. Ja, ich habe auch auf der Geraden. Die Rudelregatta in München, das ist genau eine super Teststrecke, um zu wissen, wie schnell man auf der Geraden schafft. Denn dieses Schnurgerad, das ist nämlich eben ehrlich, nichts anderes. Und da kann man dann. Ich finde es geil mit diesen Uhrzeiten, das ist so lange. Das ist auch geil, ja. Ankunft in. Erst ist die Uhrzeit, zweitens diese Uhr, diese Stunden. Ja, also Stunde, Minute. Das müssen sie bei Gabi auch eigentlich machen. Mhm. So, Ulm, so ein Lärm. Ich finde es bei der U-Bahn jetzt auch gut mit dem, beim C2, mit den Fahrgastinformationen. Mhm. Das heißt, dann kann ich sagen, war nicht mehr der Tram, bei der Tram müssen sie das halt machen. Hey, hier fahren wir durch, unter Lokkreuz da. Der hält echt nicht oft. Der, ja genau, am Hinweg hat der 100 Mal da gehalten, an jedem Kaff, an jedem einzelnen. Ich glaub, der, am Hinweg ist es auch wie beim RB40. Am Hinweg hält er immer nicht zu so viel, am Rückweg hält er immer an jedem Kaff. Ja, beim Hinweg, bei uns ist es genau andersrum. Was? Im Hinweg, wir fahren da. Das ist der Rückweg hier. Ja. Ludwigstadt war es, genau, Ludwigstadt. Das ist ja ganz Bahnhof, ja genau. Ganz Bahnhof? Ja, war ja in Thüringen. Früher war das ja dieser DDR. Das muss ich
Station Kaff, das weiß ich nicht. Das ist ja ein richtiger Bahnhof in Stadt. Ne? Zeichen, ich finde die voll cool. Mhm, der DB-Keks. Genau 2 Stunden brauchen wir noch. Oder wird sie viel? Ah, echt? Nach Nürnberg? Nürnberg? Fährt. Jetzt 1:59. Also. Hey, das ist schon ewig. Das ist gar nicht schön heftig. Mhm. Und wenn ich voller will, so bleibt, das ist völlig in Ordnung. Ja. Das heißt, ich bin 7. Ja, 2:07. Hey, wir sind verspätet, oder was? Ja. Wir sind bloß 3 Minuten Verspätung, ich weiß nicht, warum wir in Nürnberg 3 Minuten Verspätung sind, das verstehe ich nicht. Ist das ein Fehler oder ist das irgendwie so ein dummer Fahrdienstleiter, der verkackt hat? Wir haben irgendwo so einen scheiß Aufenthalt haben. Auf Kampf, ohne Grund. Nee, zwischen Ludwigstadt und Kleinbach. Zug, wo man wahrscheinlich die C4, die überholen muss, in Bayern führt. Aber der viel schneller fahren kann, weil wir genau... Hat aber wenig Sinn. Nürnberg kann er überholen, den C4. Wenn dann überholt er in Bamberg. Das macht mehr Sinn. Irgendwann weiß warum, weil der andere Zug aus Würzburg wahrscheinlich verspätet war und deswegen müssen wir irgendwo 3 Minuten warten. Das zieht sich da. Also nah, die 80 sind echt aus dem Schiff. Der Alarm fährt noch nie in die Situation, also fährt er immer der Vollgas. Man zittert zu komisch, aber man merkt, aber man will jetzt Vollgas fahren. Ja, im nächsten 4 geht es mir immer so, wenn der beschleunigt und ich wegen Video so will, dass er Vollgas fährt und so Risiko ist, dann mache ich mich nicht mehr so angespannt so. Ja, dann, und jetzt? Komm schon, deine Füße sind angespannt so. Ja. Willst du irgendwie so angespannt so? Und schaust immer, dass er schneller fährt. Ja, also komm schon, die schaffst du. Jetzt in der Sekunde. Und dann krieg ich halt so einen extremen Schock, wenn der dann bei 32 das Gas wegnimmt. Oder bei 140 oder so, der TF an der einzigen Stelle, wo 160 ausfahrbar ist. Genau. Dann krieg ich halt so einen Schock und dann sage ich auch nie. Also so einen negativen Energieschub quasi. Wie so ein schlechtes Gefühl irgendwie. So ein unerfülltes Bedürfnis. Weil das Spiel dann im Arsch ist. Das sind Scheiben langsam fahrt im Dings und nicht Vollgas 160, ich weiß nicht, wie viel es gibt. Warum fährt er nicht so? Und auch viel befriedigender ist. Darf man hier nicht? Er darf nur 80 fahren, 8. Ja, klar, natürlich. Aber warum? Die Schienen sind hier, weil es so cool gewesen ist. Vor allem manchmal, warum manche TS 140 fahren, obwohl sie mal 60 fahren können, wie bei Gabi, wo sie 5 Stunden oder 50 Minuten Verspätung haben. Ja. Stell dir mal vor, hier, der hat eine Stunde Verspätung. Oder ist die Fähigkeit, die 160 dabei bestimmt, weil wenn der im. Der vielleicht kann ja kurz 160 fahren, wieder runtergehen, wieder Gas geben, 160, das ist ja nicht ganz energieeffizient, aber es ist wesentlich zeiteffizient, weil da hast du Spaß, locker 10 Minuten zwischen München und Geltendorf, wenn du Vollgas, der 612 fahren, der fährt ja Vollgas teilweise, macht dann von München nach Geltendorf 10 Minuten weniger, weil letztes Mal hatten wir Verspätung ohne Ende gehabt, da waren wir langsam zwischen München und Leim, diese 15 Minuten Verspätung locker, wegen erstmal 10 Minuten zu spät losgefahren, nochmal langsam fahrt, also locker 5 Minuten drauf. Also 15 Minuten Verspätung, dazu mehr, aber haben wir aber nur eine Fahrzeit von 35 Minuten gehabt. Weil der Vollgas angezogen hat. Vollgas. Sehr gut eigentlich, sie sind nicht so wund hart. Kriegt sie schon Strips, aber es ist so nicht so wund, dass man so einsinkt. Dass man kann sich gut abstürzen. Ja, genau, das ist ziemlich geil irgendwie. Und man kann gucken. Also die längste Ausstellung hat, aber die ist so gut, dass ich kein bisschen Rückenschmerzen habe. Dass man nicht so. Im 40er, ich sitze jetzt so gelegen. So gelegen also wenn ich so da sitze mit diesem auf die Beine da hoch, dann tut ihn auch in den bequemsten CE erste Klasse, First Class sitzen in den Arsch gehen. Das hättest du auch gehabt im. In der 12er ersten Klasse da, das ist ja wie im ICE. Ja, aber sehr gut gekreuzt. Mein hartes gekreuzt. 12er wie in der ersten Klasse da im ICE. Da hatte ich halt da. Aber ich bin gespannt, wie die in ein paar Monaten ausschauen, die Sitze, wenn die dann anders sind. Wenn ein paar Jahren, Wenn die so scheinhart sind, dann werden die halt schon sehr schnell sich bewegen. Sie sind eigentlich stabil.
Ich finde es halt geil, man kann halt sich hier richtig geil abschossen machen. Anstatt da so. Ja, das ist dumm, ja. Das ist beim. Weil hier kann man wirklich, das ist wirklich so schön. Die kann seine Zehen so einhalten. Ja, dann Gabi rutscht man nochmal ab, das nervt. Ja. Das heißt, es ist hier ein bisschen dumm. Das ist so reinbohrt wie so, oder? Aber irgendwie ist es ein bisschen angenehm, wenn man so einen platten Fuß hat und dann quasi so eine Massage kriegt. Ja. Das löst manchmal einen Krampf aus. Das ist dumm. Bis zu zwischen Grad ist das extrem angenehm. Ja. Jetzt kommt ein bisschen Vollgas. Ja, es dauert noch bis. Ein bisschen mehr. Nächste Station. Dings. Probstzeller. Probstzeller. Da Zeller. Richtung rechts. Kronach, genau, da mit der Gas, 160. Ja, Kronach, ganz gut. Also irgendwie vor Kronach da. Also eine Strecke da, wo er dann rumfährt. Kronach ist dann. Da kommt der bergunter, gibt dann Vollgas, also 160 halt. Ja. Da kommen diese schönen Stände hier. Kronach linken fährst, glaube ich, mit der ohne Halt. Ja. Da fährt er mit 160 und dann ab linken fährst auch wieder 160, der fährt immer 160 dann. Ja. Ich wusste da, glaube ich, auch nicht dunkel, jetzt sitzen irgendwann. Was sind wir in Nürnberg? Ja, genau, dann, wenn wir in Nürnberg sind, ist es dann dunkel, also genau so lang kannst du filmen. Ja. Sonnenuntergang, also ja. Genau dann ist es so grenzwertig dunkel, das ist das Licht kalt. Also letztes Jahr mache ich das nicht, also wenn es am Leck mal so wahnsinnig dunkel ist, dann kommt noch das Lied dann. Ja, hier ist ganz spannend. DDR, ganz spannend, ja. Hier ist ein Museum auch. Ja, genau. In Bahnhof oder was? Nicht die DDR, sind hier, ja, gut, ich muss, ne? Obwohl, das ist aber halt kein Schwein hier. Nur drei Leute. Ja, Leute. Das Gute ist hier an diesen Langsamverstellen, da ist halt nie jemand. Also so drei Leute. Das kann man hier alles leer machen. Ja, ich hab's auch. Mhm. Ja, ich glaube, das ist da. Ja, okay, ich glaube, das ist gut. Okay. Wie sind wir da vorgefahren? Da war so ein Stoppschild, also ich kann keiner aussteigen. Doch. War so ein Schild da, sowas war das, ja. Das war da hinten. Aber es ist Verkürzung, es ist zur Hälfte, das ist nur der Tunnel der Bahnsteig. Ja, genau. Ach so. Die Polizei steigt aus. Das schon, wenn sie irgendwie so auf einmal dahin sitzen, so ehrenlos. Da bräuchte ich ja vielleicht ein bisschen die Anfahrt, weil das Problem ist, dass die Schulweg nicht sind. Diese Stationierung von denen. Hier sind in Thüringen vorbei und Bayern und dann. Stell mal vor, hier mit dem scheiß Talent fahren. Gottes Willen. Oh Gott. Der ewig dauernde Talent ist halt so ein Zug, der ist halt so brutal langweilig. Ja. Der ist nicht. Das ist wie ein Dosto mit einem Motto-Sto. Mein Motto-Sto ist. Also wie im L5-Festival, oder? Diese mit den Stecklosen und so. Die sind halt zwar gut eigentlich an sich, die Sitze sind nicht unbequem, die Stecklosen sind ganz praktisch, aber der Zug ist halt brechend langweilig. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hast ja geilen Ton. Das Ding, der 7C ist halt einfach, macht einfach Spaß. Ja. Ja. Der sieht geil aus, modern und so. Das kann man sich waschen, also bei diesem Flirt. Jo. Oh Gott, das wird. Ja, genau so sehr. Dann wurde mir ein bisschen besser als Talent, aber. Schön Vollgas. Nee, geht ja Gas. Beim Flirt von der BAB ist auch so. Ist halt gut. An sich, der Flirt ist nicht schlecht, aber ist halt langweilig. Ich könnte. Nächste Station. Aber der Abi-Flirt ist ganz cool. Ludwigsstadt. Ich mal zeitweise ausruhen. Wenn meine Klasse dann auf Abschließfahrt fährt, falls ich nie mitfahren sollte. Also. Wir haben jetzt beim Schulamt ja nachgefragt und die hat gesagt, sie wird mal mit dem meinem Lehrer und dem Schulleiter mal reden. Kann sein, dass sie sagt, ja, schon immer, ja komm, er darf mitfahren, weil er hat ja nichts gemacht. Und dann kann es sein, dass sie den Herr Obig und den Schulleiter mal reden kann. Vom Schulamt. Sie kann ja, sie ist ja die Chefin, sie kann ja sagen, hier, bumm, ihr müsst es so machen. Stimmt, ja. Das heißt, es kann sein, dass ich doch mitfahre, aber. Das ist ja dein Problem, wenn du den Dings da mit ChatGPT oder was sicher so da genommen hast. Oder wenn du es gemacht hättest, wäre es deine Schuld. Das ist eine Lehre bei uns scheißegal. So. Ich hab's halt nur aus Versehen gesagt. Das war total dumm, aber ja, das war irgendwie ein bisschen doof. Wo hast du das gesagt? Keine Ahnung, ich hab irgendwie. Ich hab gerade nicht nachgedacht. Er hat mich so raus. Ja, ich hab irgendwie gerade Hirn aufgehabt. Also komplett irgendwie. Okay, sag einfach, dass. Ich hab irgendwie dann gar nicht nachgedacht. Ich hab gedacht, so schlimm ist es jetzt nicht. Und dann. Sag einfach, dass deine Mutter dir geholfen hat. Ja, das kann ich auch nicht sagen. Ja, warum nicht? Das hätte keine Konsequenzen gegeben, wenn deine Mutter dir geholfen hat. Ja. Das findet er ja gut. Ah, er passt. Dann sagst du, sie ist Deutschlehrerin, dann versteht das auch. Dann sagt ja, das würde er sagen, sicher, dass deine Mutter geholfen hat? Ja, ist klar, du hast safe mit ChatGPT gemacht. Wenn du aber sagst, sie ist Deutschlehrerin, dann sagst du, ah, das stimmt, ja, ja, passt. Dann glaube ich dir das. Halt er
weiß das er. Das würdest du ja dir glauben. Nee, weil meine Mutter war ja schon mal im. Nee, das Dumme ist, ich glaube, der hat schon vorbereitet gehabt. Weil einen am ersten Elternabend beim in der zweiten Klasse jetzt da, in dieser zweiten V-Abschlussklasse da, da hat er schon gesagt, ich sehe beim Arian schwarz. Und ich sag, er sagt nicht so, ach komm, ich helfe dem Arian noch, dass er das schafft. Nö, ja, der hat schon mit mir auf, der hat schon mit mir abgebrochen. Sagt, ja. Er will nicht mehr. Anstatt Lehrer sollen da sind dafür da, dass die Schüler es schaffen. Und nicht sagen, dafür da, dass nicht als Attrappe irgendwie da vorne steht und irgendwas nach vor sich hinlabern und in den Geld in den Arsch gesteckt kriegen. Nee. Dafür sind nicht da, also schon viel Geld, da müssen wir was tun. Ja. Er wollte mir halt davor schon sagen, dass er wollte halt dann schon davor das Geld zurückgeben für die Abschlussfahrt. Und hat schon meine Mutter gesagt, nee, wir warten es mal ab und so. Und dann, ich glaube, der hat es wirklich vorbereitet sogar. Der hat gesagt, der hat schon am Anfang, das wollte er schon nicht weg haben. Super. Das ist ein Problem. Bester Lehrer ever. Ja, ich habe am Anfang des Jahres, als ich erst am ersten Tag in der Klasse war, schon gedacht, es sieht jetzt nicht die Klasse so aus, als ob der Lehrer so toll wäre, weil die 8. und 9. Klasse, der Herr Sandhaar, das war so ein Schmuckstück. Ist nett, das war der geilste Lehrer. Der hat so getan, als ob er mit mir Kumpel wäre. Ja, das hat also, gesagt, was der Junge war. Geil. Für meinen Wandertag war das richtig geil. Mhm. Also, so 3 Tage wandern und so in der Schule, da war die Lehrer wie so Kumpel. Kumpel, so richtig Kumpel. Mhm. Ja. Unser Englischlehrer letztes Jahr war genauso wie dieser Spaß, Unterricht da. Richtig so, hey, ja. Geiler, da und so. Ja, das waren einige Lehrer von uns auch so geil, ja. Aber vor allem der Kunstlehrer, der ist richtig geil. Dann hat er doch Bock. Der macht immer so extra von sich auf Smalltalk mit uns zwei, also mein Tim und mir. Also am Ende des Unterrichts, wenn wir so lange brauchen und so. Und dann macht er Smalltalk und so. Das macht er nur bei uns und nicht bei den anderen. Vor allem beim. In der Grundschule wird das aber auch so richtig gepusht. Aber ja, Da hab ich schon gesagt, ja, das ist nicht so gut. Da hab ich gesagt, ja, das ist, dieses Thema ist schon so wenig. Da hab ich gesagt, ja, okay, ist Abschlussklasse, okay. Genauso weiß ich es auch wieder dem Englischlehrer letztes Jahr, 9. Klasse. Ich hab mir trotzdem gesagt, schau mal, ich hab mein Quali gemacht und da hat er, das war auch Abschlussklasse, und da hat er auch nichts gemacht. Da hat er schon auch zwischendurch gesagt, ja komm, mach mal halt eure Sachen, blablabla, aber das muss er halt auch mal machen. Weil trotzdem auch dann trotzdem. Ich bin ja immer so der gewesen, der. Er musste uns ja immer in Corona-Zeiten immer unten vor dem Haustür abholen. Weil wir durften irgendwie nicht alleine reingehen, keine Ahnung, weil sich die Klassen trennen mussten. Ach so, wir mussten immer verschiedene Eingänge nutzen. Damit du nicht immer so in so riesen Gruppen dann immer im ganzen Schulhaus stehst. Das wollte man vermeiden. Du bist immer so verschiedene Klassen drin. Und dann bin ich immer so vorgerannt, aber so ein bisschen so, ich bin ja immer so schnell so. Nee, ich weiß schon, was meinst du. Und dann bin ich die Treppen immer so, immer zwei übersprungen. Mach ich auch mal. Dann hat er war immer so langsam. Ludwigsstadt. Dann hat, sagt er immer zu mir, Aufstieg. Arian, du kleiner Sprinter. Rechts. Sprinter. Der Gute oder der? Der Lehrer, der Gute. Ah, okay. Natürlich. Ich bin immer so der Sprinter. Dann habe ich mich immer geil gefühlt. Der Wandertag auch cool. Im Wandertag war ich immer so irre schnell. Ich war halt immer der erste vorne, weil ich halt immer so schnell gegangen bin. Das war halt überhaupt nicht anstrengend. Vor allem da auf, es war anstrengend, war so. Ein bisschen Pause und dann gehe ich wieder weiter. Genau mit seiner Geschwindigkeit. und dann, jetzt war Ludwigstadt da. Und dann, Beim Schneeschau sah es geil aus. Boah, ja, beim Schneeschau sah es richtig geil aus. Ach, Sommerferien, ich freue mich auf jeden Fall mit diesen ganzen Büschen da drauf und so. Ah, ja, genau. Das ist alles karg und wintermäßig. Ja, alles noch Baustelle. Ja. Das ist sicherlich Baustelle. Und diese Bäume sind alle noch so Holz, so Lachtfrei oder so. Oder was. Oh mein Gott, ja. Wiederbahn. Da wird eine Regionalbahn gebaut, dass der Zug von Talbot bis hier durchfährt. Ja, geil, ICE oder so. Nee, der Bahnhof, Bahnsteig wird ja neu, ich sag mal. Das haben sie drüben wahrscheinlich auch weiter. Geil. So einen Bahnsteig brauchen wir in Kaufing. So einen mit schöner Linie. So wie in Frieden. Wie heißt das? Fürstenzerbruck? Ja, genau. Kaufing ist der letzte Schrott, Alter. Corona sind wir um 15:55, das weiß ich noch. Also eine halbe Stunde oder. 25 Minuten. Und dann geht es dann Vollgas. Ja. Das ist risikoreich, weil wir sind dann in der Mitte, das heißt in Bamberg wird es natürlich bums voll. Oder auch nicht. Oder auch nicht, vielleicht haben wir Glück. Heute ist Sonntag, wie gesagt, der Zug kann gut voll sein, aber nicht so bums voll, wie es teilweise sein kann. Warum ist es Sonntag? Ja, dass die Jacke nicht immer da rumfällt. Da. So. Ja. In der Arschwindung muss man hier mal kurz. Diese Hose da hinten wegziehen, weil das ist für den Rücken. Und muss ich genau so hin, so kurz dahin, dass das dann genau da hinten ist mit dem. Das nervt mich ein bisschen. Mit dem.
Genau, mit dem Englischlehrer bei uns war es auch so, der war so, die haben dann neben beim Mann haben die so gesagt, diese zwei Netten, so, was hast du denn zu Frühstück gegessen, dass du so viel Energie hast oder dass du so schnell bist, du bist echt schnell, ja. Einige haben gesagt, ich bin echt wahnsinnig schnell. Ja. Mein damaliger Crush hat das auch gesagt. Das ist total random. Ein bisschen den Ohren drücken gleich. Es geht's gleich, es geht's glaube ich erst nach oben. Ja, ja, das ist, ja genau. Das ach, hier habe ich ja dieses, dieses Ding da geschaut, da diese, diese App da. Da ja, das war gerade das. Mit dieser Höhe und so. Ja. Nach Nürnberg, Hauptbahnhof, über Kronach, Lichtenfels, Bamberg, Forchheim, Erlangen. Nächste Station, Steinbach am Wald. Also gehen die Zug schon wieder. Zwei sind schon mit dem Kampf. Mhm, stimmt. Schon wieder einer. Ach, wir waren schon in 30 Minuten. Stimmt. Krass. Also im Winter damals hat sich das richtig gezogen. Weißt du? Ja. Letztes Jahr. Ja, ja, das erste Mal. Also. Ja, genau, das erste Mal, wo wir rückwärts. Das ist richtig weiß, gezogen, weiß, diese Fahrt. Wo es lang geht. Mhm. Ist auch in Kaufing, wenn ich in Kaufing einsteige, weiß ich genau, wann kommt Geltendorf, in welcher Abschnitt, also in welchem Abschnitt. Also ich kenne die Hektometertafel, weiß ich aber. Nicht Hektometer, sondern es kommt von der, vom, vom Feeling. Bäumchen. Ja, echt genau, ja, ja. Das ist Kaufing da. Kommt dieser Baum und dann kommt. Ja, kommt da diese komische Stelle, wo das verfällt ist und dieser ja. Damm da, weiß ich, ah, wir sind ja. Gleich da in Geltendorf, weil das kommt immer direkt dahinter. Aber Geltendorf ist immer diese Schallschutzwand. Wenn du von Kaufing erst die Schallschutzwand, dann fährst du gerade. Ja, Geltendorf, nee, wenn du von Geltendorf kommst, dann ist ja kurz dieser Baum, wenn du links bist, kurz dieser Buschhalter, dieser Wald und der hört irgendwann auf und dann ist so ein Damm und dann ist er quasi. Dann ist er quasi auf dieser Strecke Geltendorf Kaufring, wenn man sich quasi nicht sicher ist. Hey, waren wir jetzt schon in Kaufring oder, hey, oder nicht? Schau schon mal und sehen diesen Damm, dann weiß ich, ah, ja, okay. Gestern wieder einteilig, 72, aber ich habe mir jetzt, ich sag mir jetzt wirklich, ich glaube, ich bin nochmal dabei, nochmal bei der BEG, nochmal links rauszuschreiben. Mhm. Weil die Leute saßen am Boden, die saßen gefühlt aufeinander drauf. BEG in die Super C, ja. Oder in den Kisten. Ja, genau. KISS ist ein Neufahrzeug. Das ist unwirtschaftlich. Weil die KISS haben, das ist teuer. Das werden sie nicht machen. Bei wenn sie Parmelisierungs verkaufen und Parmelisierungs oder einfach Parmelisierungs kaufen. Parmelisierungs kaufen. Oder 10. Ja. Dann brauchen sie, ist das nicht besonders teuer, weil die Züge, die Lokführer haben die Ausbildung schon. Ja. Deswegen kann man sich die Kosten für die Ausbildung sparen. Oder es kommen ja neue Features dazu. Weil nochmal neuere Generationen so erzählt, wie jetzt den hier. Das wäre geil, ja. Vielleicht mit der neuen Feld, neue Generation, mit neuen Fenstern, mit neuen Fenstern oder vielleicht mit besseren Sitzen, so wie beim. Also die erste Klasse sitzt quasi in der zweiten Klasse und dann in der ersten Klasse dann so richtig geil, wie die tschechischen Sitze da, die vom KISS oder vom Oleg, diese Skoda Mini-Sitze da in der ersten Klasse. Mhm, auf jeden Fall. So, genau. Das ist halt ein Aussehen. Dann können die halt das R96 fahren, diese 10 Garnituren da. Und das R72 halt dann 3 Flirts. Weil die haben ja genug Flirts dann übrig, weil die R96er wegfallen, das Flirt. Also dann immer 3 Teile Flirt dann als R72 und. Ich glaube, das Coole wird jetzt gleich sein, wenn wir Vollgas fahren, dann fühlt sich das 160 sehr schnell an. Weil wir die ganze Zeit so langsam gefahren sind. Ja, genau. Mit C4 waren 160 halt gar nichts, weil auf der Schnellfahrstrecke da. Ja. Also von Ingolstadt nach Nürnberg da diese Kurs, da wo er beschleunigt hat und 160 gezogen gehalten hat. 160 recht schnell aus tatsächlich. Aber wenn der dann, wo der da runter gebremst hat, von 250 auf diese 160 wegen dem FTX wahrscheinlich, dann war das halt gar nichts. Ja. Oder letztes Mal der IC4 oder IC3 Neo, ich weiß nicht, wo das war. Also wo ich mit dir der IC4 oder da, also nicht der IC4, da wo ich in Stuttgart gefahren bin, die 13 Teile zu 4, da wo der die Umleitung gefahren hat. Oder mit dir. Da haben wir mit IC3 Neo, ich weiß nicht, da 200 km/h. Da geht er runter auf 160, dann sah das aus wie so jetzt. Steinbach am Wald. Wieso halt, bei dem Gleis. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Weil es nicht auf Englisch ankommt. Next Stop, Steinbach am Wald. Warum wird mal Steinbach immer auf Deutsch sagen, nicht? Stone Beach at Woods. Nee, ich weiß nicht, was Bach auf Englisch heißt. Auch München Hauptbahnhof. Fluss oder so, was heißt das? Next Stop. Nee, ich kenn's auf Lateinisch. München Hauptbahnhof. Wird auch gesagt. Next Stop. München Hauptbahnhof. Nee, Munich Main Station sagen die. Nee, beim Go Ahead. Aber bei Deutsch machen wir immer München Main Station. München Main Station. Nee, Munich. Bei manchen München. Munich Main Station. Über ja BRB, glaube ich. Am Flöbern, überall. Aber München Hauptbahnhof fahren wir. Was ist Bach?
Seite, ich übersetze einfach Fluss und kein Kanal. Stone River at Forest River. Bach, glaube ich, das habe ich kürzlich mal gelernt, glaube ich. Ja, genau. Bach ist ganz komisch. Ah, das Stream, stimmt. Ja, Stream. Was? Strom halt. Weißt du, was Strom ist? Also nicht, nicht das, was der hier Strom läuft, nicht das, was im Zug, nicht das da oben, sondern dieser. Der reißende Bach. Der reißende Bach, Strom. Genau. Das heißt. Ah, der Bums voll. Stream heißt ja. Stream heißt das, ja. Scheiße. Ja, die dachten sich auch scheiße. Voll, weiter. Aber nicht die Dreckskinder, nein. Hinten. Ich glaube, die gehen nach hinten durch. Oh, scheiße. Ah, das sind die geilen Anzeigen. Mhm. Die ist im Lager Lechwels eins. Mhm. Tschüss. Danke, Opa. Tschüssi. Ciao. Das sind der Eltern. Mhm. Da geht ganz vor, oder? Diese Kinder. Ja. Ach, Gott sei Dank. Warte, die kommen wieder zurück. Ich bin dann. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe noch. Nächste Station, Förtschendorf. Heute kommen Fabio mit einem geilen Rio. Der ist Dreck. Auf dem RE9, das ist voll einteilig. Ja, schon zwei Teile Boost voll RE9, das ist mal. Das finde ich richtig toll. Also einteilig, weil einer ist in Augsburg abgekuppelt, deswegen Boost voll der Zug letztes Mal. Von München nach Ulm, da bin ich mit dem DC-10 mit Umsteigen gefahren, auf Risiko, dass der nächste Zug ausfällt oder so. Das wäre scheißegal gewesen. 5 Euro mit sehr viel. Wie unwahrscheinlich ist es, dass der ausfällt, das ist noch nie ausgefallen. Das Coole ist, wenn die Strecke nach Ulm, Zeitfenster. Die Strecke Augsburg-Ulm gesperrt wird, dann kommen alle ICEs, kommen dann schön durch Kaufling, Alter, so geil, wirklich Buchlo, Alter. Aber wo sollen die denn hin? Ja, über Lindau. Wie soll das denn funktionieren? Über Lindau. Nee, wenn welche Strecke gesperrt? Augsburg-Ulm. Die fahren über Nö, weißt du, was sie machen? Die werden wahrscheinlich über Augsburg, Donauwörth, dann wo der Agilis fährt, nach Ulm. Ist auch nach Würzburg. Ist auch elektrifiziert. Ja, aber der Agilis, der 440. Also, weil, wie soll das funktionieren? Ja. Diese dumme Strecke zwischen Memmingen und Ulm ist ja nicht elektrifiziert. Wie sollen die denn da fahren? Wenn die elektrifiziert wäre, würden die das so machen, aber. Nach Ulm, hey, so. Da wo der RE5 fährt. Nee, ja, doch.
Naja, aber du bist ja. Das dauert irgendwie 4-5 Stunden länger, weißt du? Du musst dann. Nee, ist auch nicht elektrifiziert, diese Bildungskurve. Das ist total dumm. Wie man zugestiegen? In der. Dings. Na gut, ist mal unweit abgeklastert. In dieser einen. Nächste Station, Hörtschendorf. No, Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Was? 2 Stunden nach hinten? Ist ja trotzdem geil. 1:40 nach Ulm sind 3:40 nach Ulm. Wir sind 2 Stunden später. Dunavert dauert. Also Augsburg Dunavert dauert 45 Minuten. München Dunavert. ICE oder 50 Minuten, sagen wir mal so. Mitten auf 30, dann 20 nach Donnerwörth. Oder 25, 55 Minuten. Und von Donnerwörth nach Ulm noch eine Stunde. Neun? Schon 2 Stunden, also 1 Stunde Verspätung. Das ist eine Frage, wie halt da genug Platz auf der Strecke ist. Ich sehe aber schon. Dieser Twindex da. Ja, fährt ja auch hier lang, ne? Ja, der fährt ja genau diese, wie der Talent. Ja, er setzt quasi den Talent da, diesen. Achso. Ja, und diesen Talent da, diesen anderen da, den wir gerade gefahren sind. Der hält hier auch, oder? Weil der fährt ja nur überall durch. Der hält. Ludwigstadt und so, Bruchzeller, ja. Pressige Runden, irgendwas hält der nicht. Wo wir gerade losgefahren sind, hält der auch nicht. Pressige Runden, Scheiße. Rotenkirchen oder was weiß ich. RE14 nach Nürnberg, Hauptbahnhof, über Kronach, Lichtenfels, Bamberg, Forchheim, Erlangen. Nächste Station, Pressig, Rotenkirchen. Treffen wir denn eigentlich in Lichtenfels auf den anderen, ich glaube, oder? Ja. RE20 halt, ne? Wenn wir Glück haben. RE20 oder? Den RE28 aus Kuppenburg. Oder RB28, wie auch immer der heißt. Kuppenburg. Ja. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Der ist bloß voll, weil die ganzen Leute im Lichtenfels in den einsteigen. Achso. Guck mal, wie wir kuppeln. Warte, ich guck mal, Lichtenfels Bamberg. Ah, jetzt ist hier dann wieder angesprungen, sehr gut. Ich weiß nicht, wie teuer der Spaß mit C4 nächste Woche ist. Nee. Nicht fest, also drin? 16 oder 14? Ja, ich nur dieser Zug. Ankommen. Ja, das sehen. Dann kommt dann, wenn die nicht diesen RB28 da kriegen, ah doch, dann ist es der Kahn aus, was sind wir jetzt? Zugteile? Ja, das ist nur einer. Nur einer, ja. Also zweite Zugteil ist auf einmal drauf, das heißt, ich glaube, das ist kein RE28 irgendwo aus Coburg, sondern das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich ein einfach random Zug, ein Verstärkerzugteil, der halt einfach darauf gekoppelt wird, so wie ein Buchlo im R72, sowas, denke ich, ist das. Weil hier zwei Zugteile, das... Ich muss mich wieder ausleiten, noch zu deinem... Schau mal, hier... Auch die Wanderung jetzt, wenn hier auch zwei Zugteile sind, ist es ein Bug. Wenn hier, weil hier haben wir noch einen. Ja, das ist ja ein Wahnsinnsfehler. Das ist nicht viel Daten, die laden muss. Ja, nein, genau. Was wollte ich jetzt sagen?
16.14 Uhr. Nächste Station, Pressig-Rotenkirchen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja. Muss dir schnell was stecken zu, oder? Nächste Woche können wir den entweder mit dem KISS fahren. Nee, fahren wir hierher, oder? Mit dem KISS? Das ist total mit dem Kackbus. Welchem KISS? Und dann hier mit dem IC halt. Aber fahren wir nächste Woche hierher, oder? Sorry, ja. Ja, Treuchtlingen können wir drin lassen. Fahren wir nicht mit dem ESO, sondern Treuchtlingen. Und fahren wir nach Treuchtlingen in Nürnberg mit dem RE60 da, der Treuchtlingen losfährt. Es gibt ja den Twini RE60. Das ist so ein Stärkerzug, der zwischen Treuchtlingen und Nürnberg fährt. Der ist aber Pumpsen, ja. Ah, die haben auch die neue Anzeige. Ja, niemand mehr. Ja. Geil. Die Fischen, das ist ja zum Teil. Mittlere Auffassung. Da ist irgendwas kaputt jetzt. Kinderlade. Ja, die knallt immer so. Und Pisa macht mir das auch oft genug. Pisa macht mir das auch oft genug. Das ist geknallt, geknackert, irgendwas, der da ist. Das ist typisch. Ja, 2 Minuten zu spät. Wie das denn? Wie kann das denn sein? Muss dann nebenso auf den Gegenzug oder so warten. Zeugnis. Achso, okay. Dann habt ihr Zeugnis am Freitag, oder was? Gibt's eben nicht. Zwischenzeugnis. Achso. Deswegen sind Gespräche. Achso. Oh.
sind nur 10 Minuten an den Tag, das ist alles, was ist. Jetzt geht's gleich voll Gas. Das ist 160 dann, oder? Schau mal. Ja, müsste jetzt eigentlich sein, ja. Ja. RE14 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Kronach, Lichtenfels, Bamberg, Forchheim, Erlangen. Nächste Station Gundelsdorf. Nächste Station Gundelsdorf. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, schon. Der war noch auch, kennst du nicht. So fahren wir am 3.4. Ach geil. Ja. Ach geil, das ist ja richtig cool. Sehr cool. Hamburg Liebe. Lübeck, Hamburg. Ja, das ist sehr geil, die Strecke ist sehr, sehr geil, ja. Warte. Was machen die da? Landschulheim. Der hat das Tausch, das heißt Schullandheim, nicht Landschulheim.
Ja, wahrscheinlich. Das ist die Fall, weißt du, und dann ist, nennst du das Landschulheim oder Schullandheim? Schullandheim. Ja, Schullandheim heißt das, nicht Landschulheim. Das ist IHC, die Zero. Das haben wir auch nicht. Oder 4ICE. Ich glaub schon. Mhm. Das ist dieser Schrott, Alter. Jetzt ist der Gas geben. Schrott L1. Ja, 3 Minuten. Schrott L1 da. RE14 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Lichtenfels, Bamberg, Forchheim, Erlangen. Nächste Station, Kronach. Mit seiner Freundin. Gäste, wir erreichen in wenigen Minuten. Sie haben folgende Anschlüsse: RB25 nach Bamberg über Lichtenfels um 16:05 und Gleis 4, IC2062 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof um 16:26 von Gleis 3 am gleichen Bahnsteig. Wir verabschieden uns von Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Landschulheim, Digga, wie lustig ist die denn? Digga, Michael Agilis. Was? Agilis. Was? Wer ist er denn? Keine Ahnung. Was ist das für ein Laura? Wer ist die denn? Das ist die Laura da aus unserem Haus da. Das ist diese Tochter von der Katrin, oder wie heißt die? Nein. Ja, auch eine Laura, aber. Ach so. Diese Tante da, die alte, oder? Guck mal, was ist der Kack? Oh, der Ersatz. Ach, der Ersatz. Der Ersatz. Was hat denn RB25? Ah, ums leer. Geil. Alle hinten. Guck mal, als Ersatz, als RB25. Der ja, der fährt hier immer. Ja. Bis zum Fahrbüchsen. Bis zum Fahrbüchsen. Ja, nicht hier hinten. Meine Person hinten war bumsvoll. Okay. Du hast schön. Ich hab mehr Storys hochgeladen, das sind diese zwei. Ja. Das ist meins oder deins? Meins. Ah, okay. Ach, stimmt, bei mir sind ja 100 die Leute. Elsa hat auch gesagt, sehr schön. Die Elsa, die alte. Ja, die kleine Stefanie hat auch gesehen. Mhm. Jo, Alter, ist durchgeneigt. Boah, das hier ist wirklich hier absolut krass. Oh, die echt schön zu hören. Sehr schön. Sehr gut. Mhm. Ihr schönes Beiträgchen. Auch sehr schön. Warum denn? Ach komm schon, guck mal an. Ja, ne? Der Noah, der zeigt, der Hansel, der Hansel schön den gegen die Dora Ziege einfinden. Nadine. Wer ist die denn? Wer ist die denn? Stell Fragen. Dann wunderschön. Guck mal, stell Fragen. Sehr viel. Bist du noch zu kriegen? Danke für dich. Wenn du sie geil findest, machst du sie doch. Nee. So nicht. Ja, so gut, oder? Ja, ich glaube, die hat schon gehört. Weißt du, Sophia wurde letztens so dumme Fragen gestellt. Sie weiß, dass ist der alte, da haben Leute gefragt. Oh, 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 du Flirt, ein Flirt. Stell dir vor, mal ein Straßenbahn auf nach Frankfurt bei diesem Parkhaus von der U-Bahn. Hä, hey, was ist denn da los? Stell dir vor, 1,56. Mhm. Alter, ist Benningen. Hey, 96, ich hätte mal den Matschek schon mal erlebt. So fand ich es nur das Bruder immer, die jetzt 9 Euro Ticket Zeiten. Mini-Flash, hab ihn. Mini-Flash. Mhm. Hashtag Mini-Flash. RE14 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Lichtenfels, Bamberg, Forchheim. Doppelfraktion, die Nummer C. Nächste Station. Diese Strecke ist wahnsinnig stark, ne?
also das ist ordentlich geheizt. Der hält ja 3 Sekunden Tag an, da jetzt geht der Gas. Na, jetzt müssen wir schneller lösen. So gefragt, bist du noch zu kriegen? Ja, ich habe dich früher noch nie verliebt. So dumme Sachen wurde ich immer gefragt. Das hat dir so dumme Herz, so Fragezeichen dann geschickt. Das ist ein Scheiß. Die Magdalena auch da. Was? Wer ist die Magdalena? Wer ist denn das? Was sagst du, die Magdalena? Ist doch so ein Arm, oder? So ein Arm. Jetzt geht der Gas. Jawoll! Guck mal, der deutsche Bahn fährt. Wie ist der englische Bahn fährt? Schön 160, ne? Das ist geil. 160 jetzt? Mhm. Ja, sieht wirklich ganz schnell aus. Ja, jawohl, das sieht ja nicht genauso schnell aus wie mit C4. Das sieht da fast nichts aus. Was ist denn so? Der Leitung kann da. Auch ganz alles durch. Der Uschi, den ich dir vom ICE gezeigt habe. Die Dinger sind ein bisschen dumm, wenn sie klein. Ja, die sind der ist geil. Der Phoenix-Fotografie. Der ist Ranger. Der ist einer aus Stuttgart. Der fotografiert diese Dinger. Diese Fräulein. Fräulein. Was geht denn? Fräulein. Stimmt. Deine Fräulein. Nächste Station. Guck mal, wie geil ist. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Der Hosenunterschied. Ja, wenn man da alles Hosenunterschied. Oh Gott, nee. Alles Hosenunterschied. Guck mal hier. Oi, jo. Guck mal, lad doch mal der Kack da. Guck mal, was haben wir hier? Und noch mehr. Komm, da ist schon. Sind schön 1208 Beiträge mit Hosenunterschied. Das ist das, du. Das ist ein Stuttgarter Hosenmuschis, ne? Alter, schon ganz schön. Mal dahin, ne? Ja, schön Stadtfahrt, euch. Dann kriegen wir die alle da rein. Ja, also, ist der ganze Truppe so bumsvoll. Du hast den Kuscheln hier so. Dann drückt er sich mit dem Arsch so nicht dran. Ach du Scheiße, ist der voll. Nee, gut. Hinten voll war bumsvoll. Hinten bumsleer. Da unten bumsleer. Nee, hier ist kein Mensch. Bumsvoll. Der war bumsvoll, ey. Komisch, die Stammplätze sind diese Fake-Stammplätze. Ja, okay, wie sieht es da aus? Ja, okay, das, ja. In Ecke 4. Saalfeld in der Saale, ja. In der Digga. Was ist das denn? Wer hat da geschrieben? Ja, was der ist, ey. So ein Lecki oder was? Das ist doch wurscht. Warte, bitte, checken. Dieser Kack-Dings da. Kack, Ist das nicht der Kombi oder? Ja, der Kombi-Wagen halt. Das ist der Style. Der, kennst du den? Ja, klar. Ja, mit Ui. Da Robin feiert den total. Ich feiere den überhaupt. Ich finde den langweilig. Der ist auch mal geil, ja. So. Ja, geil, die Spiel weiß ich. Der Saarland Rheinstrotter. Digga. Was ist das denn? Wer bist du denn? Was ist die denn? Ja, ich fahre schon. Ja? Ich bin zu regnen. Warte, ich schlafe. Wie ist das? Das ist die hier, warte. Das ist die WLAN, spielst du den anderen oder was? Ah, geht doch. Nicht die. Die andere. Da ist die wieder. Schau schon. Das ist die hier. Was ist denn jetzt passiert? Geil, wir laden. Das ist doch ein Laden. Nee, Nürnberg, das ist doch nicht. Das ist dieser Sirius-Zug von Tschechien. Forchheim. Ja, in Erlangen. Mhm. Ich kenne nicht den Zug. Ja, Neuwagen halt. Das ist dieselbe Spieler, diese. Was ist die hier? Ja, ich war im Stuttgart, guck mal. Scheiß Kack-Abi-Wagen. Kammelwagen da.
Das ist ja geile Wagen. Wir sind krumm. Ach, die Lichtenfels ist nächste Station. Du musst ja endlich Gas geben, Mensch. Wir sind so langsam her. Oder sie noch so erlaubt. Ich glaube, wir sind so nie hin. Das kommt ja gesagt, geil, dass ich da 160 ist, nicht 20 Minuten lang durch. Das ist schon geil. Das weiß ich dann. Nee, dauert noch ein bisschen schon. Ja, ich werde jetzt. Das ist ja jetzt gut. Das waren früher mal die Sechsteiler, die so weit hingestanden. Die wir fotografiert haben da. Zwei Wochen vor Vater müssen. Ja, genau. Walfisch. Wo wir im Talent gefahren sind. Ah ja. Ja, genau. Ne, das ist ein Walfisch, der bestimmt. Walfisch, genau. Das hinten am Talent. Lichtfest. Zeit. Ja, ich fühle was. Wir sehen jetzt schon.
Was? Haben wir heute jetzt? In Nürnberg, ja. Echt? In 10 Minuten? Ja, 16.13 Uhr machen wir dann. 21. Ja, 28 wird das. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Lichtenfels. Sie haben folgende Anschlüsse. RB24 nach Bayreuth Hauptbahnhof über Kulmbach um 16.27 Uhr von Gleis 6. RB25 nach Bamberg über Bad Staffelstein um 16.27 Uhr von Gleis 7. RB24 nach Coburg über Schnei um 16.30 Uhr von Gleis 5 am gleichen Bahnsteig. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit dem E-Regio. Auf Wiedersehen. Ja. Wiederhin. Geil. Der befindet sich in Agiles, das ist auch kein deutscher Bahnzug. Alles was deutsche Bahn ist, ist Bund 25 ist. Nee, Konrad ist auch dieser. Nee, 25 ist der Talent da. Der Bamberg. Nächste Station: Lichtenfels. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir haben jetzt ein neues Design auch bekommen, die Fahrgastinformationsbildschirme. Da wird nämlich genau gezeigt, wenn die im Kuppel werden, weiß nicht, ob es, wenn es auch, wenn die auch gekuppelt werden, steht auch drin. Ne, ich glaube, es steht nur, wenn die gekuppelt werden, oder? Das war ein Foto gemacht. Als wir in München da ja unterwegs waren. Wann waren das? War doch da, oder? Hier. Ja, das zeigt die Zugteilung in Richtung Würzburg mit den anderen Zugteilungen. Fahrtrichtung, das ist der erste Wagen, der Standort, und dann muss man in den Hintern gehen. Kann. Das ist schon sehr gut gemacht. Cool. Stand dann auch unten an den. Das Ding da vorne steht einer. Das ist so dunkel, da sehe ich nichts. Aber da steht was, also wenn da nichts wäre, wäre da hell. Also ich denke, wir kuppeln drauf. Ja, wir kuppeln drauf. Deswegen mussten wir gerade so langsam fahren, weil der Zug aus der Abstellung gekommen ist und das da reingefahren ist. Jetzt hämmern die da auf ihrem Knopf rum. Ja, wir kuppeln ganz klar, weil wenn wir jetzt hier fünf, wenn der ganze kuppeln, Zug auf. Das finde ich auch mal lustig. Das wird hinten stehen, dann kommen wir nie. Wo kommt der da mal? Ja, wenn der Zug immer Ja, dann ein Zug. Das machst du. Ja, sonst werden wir da nicht ist kein mehr. Schwein. Oder? Dann fährt auch ganz langsam nach vorne rein. Nee. Ja. Sind hinten dran. Ja, ist ja gut so, weil der vordere ist jetzt bumsvoll, weil kein Schwein mehr im Bahnsteig steht. Das ist ungewöhnlich hier. Nein. Ich würde nicht aufmachen. Ja. Das ist ziemlich gut gemacht, dass wir nicht vorne sind. Es gibt gleich einen Druck. Der fährt ganz schnell drauf. Ja, wäre nicht schlimm. Feuerschiene. Ja, komm. Ja, das ist schon die 8. Tür von Kabel. Mhm.
sagen gleich, wir stehen um 13. Wir fahren gleich weiter. Stimmt, ich glaube, wir fahren gleich weiter. Ja, das ist furchtbar schlecht. Leckt sich ein Apfel. Nee, warte, ich hab eine Idee. Ich gehe auf den. Wie heißt der? Khan. Das ist der gute Freund. Ja, der Khan, Charm heißt der Charm. Ja, wo ist denn der jetzt? Jetzt halt. Jetzt wollen wir noch da, Charm. Schon der Ost, sag mal. Keine Ahnung. Speed. Keine Ahnung. Wird aber drauf sein. Kann aus dem Fahren. Nee, oder? Nein. Wir müssen wieder ausschauen. Das ist eine Frau oder so. Nein. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Nicht privates Dienst vielleicht? Ja. Und kurz gucken normalerweise. Ja, startet drauf. Wenn es lädt. Nein, nicht bei dir ist es ziemlich schwer. Ja, genau.
Wir sind wieder verfehlt. Wo sind denn? Ja. Was früher los, wo sind wir losgefahren? Backstream. Oh, geht das denn auch schon? Ja. Nein, geht es nicht. Na jetzt so, schon? Ja, ist ja ganz RE14 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Bamberg, Forchheim, Erlangen. Nächste Station Breiten-Güßbach. Das ist eine Scheiße. Wenn wir ein Spruch wollen, dann ist es wieder ein Scheiß. Dann sind alle Mieler. Gas geben, deswegen. Tja. Mit einer Stunde warten, das ist gut, wenn ich eine Stunde 30. Nee, gar nicht.
nicht Hamilton. Schöne U-Bahn, oder? Avenue, oder? Fahr nicht in dieser krassen Stadt rum. War nach der S5 nach Dings. Vancouver oder Sydney? Nee, jetzt nicht. Dann hat sie schon über 48 oder so. Nee, 42 über Stau werden. War schön erwähnt. War nichts. Ist viel zu wenig eine Stunde. Fünf Stationen. Nee, zu stressig. Natürlich. Mann, verdammt. Theoretisch schon für den Turnier, weil es ist ein bisschen stressig, aber wenn der Bums voll ist, haben wir als Ruder. Aber es wäre sehr random, wenn das Ruder vorher gefahren ist, der Bums voll dann trainiert, ja. Da gibt es den geilsten Döner der Welt, auch die geilste Currywurst der Welt. Das ist mir auch verspielt. Ich meine, wir müssen doch mal mehr noch. Wenn wir jetzt bremsen mussten, ne? Was? Oh, ich hab den Schild und so reingeladen. Das ist schon sehr random, also. Oh, wieder einer. Doppelt? Ja. Scheiße, Alter. Sinn, eine Wand zwischen den Gleisen zu bauen. Da hinten ist auch noch ein Gleis. Wie dumm ist das mit der Wand? Das macht wohl Sinn. Die hat gar nichts gemacht. Bringt überhaupt nichts. Die bringt wirklich nichts. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Geldverschwendung. Da müssen wir ja was übrig haben, wollen sie noch verbauen. Weiter, weiter, nein. Vorne niemand mehr. Ah, die stehen mal da vorne zum Teil rein. Mhm. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, der Chili noch wirklich ist. Muss mal langsam was drehen. Mhm. Voll, ja, mehr, nicht, voll der Chili ist. Ja, wenn ich da steht hier. Diese Auslassungsanzeige ist richtig cool. Ich glaube, ich probiere die Schokomilch. Und da haben wir auch eine Banane. Nee, ich glaube, es gibt Schokomilch. Schon? Es hat Bums voll. Das ist die Auslastung beim MNE, schau, das kann man anzeigen. Das ist auch zeigt ja was. Ja, das ist geil. Seit neuestem. Mhm. Geil. Mittlere Auslastung, oder was? War das das? Ja, hier ist nix. Hier ist leer. Ja, geil. Ach, stimmt, RB16 können wir auch fahren und nee.
Dieser dann. Guck mal. Jetzt braucht er ewig. Auf keinen Fall. Nee, nee, nee. Schön dahin. Gut. Das passt schon, ne? Kannst schön ablegen. Ja, schön. Ja. Kannst schön gehen. Ja, ja, genau. Das ist gut so, weil dann komm, muss ich dir rutschen, sind die nicht so locker, die Füße. Das ist dann schön. RE14 nach Nürnberg, Hauptbahnhof über Forchheim, Erlangen. Nächste Station, Bamberg. Das ist ja auch wieder da. Ja, das schmeckt geil. Mhm. Alter, das ist gut zu viel auf der Schnellfahrstrecke. Fahren die auch raus? Siehst du, das ist irgendwie kurz erste Klasse. Achso. Nee. Was ist das denn? Deutsche Bahn ist es halt Auslastung. Ach geil. Ach geil. Das heißt, überall schon mittlere Auslastung gewesen. Oder? Was heißt mittler auch? Das war schon fast das, das ist ja schon mittler eigentlich. Ich hole. Was sie jetzt haben, ist mittler. Dann sind noch einiges freier. Mhm. Die zweite Vierer unten, oder die erste? Der Mini. Das ist ja nur drei Sitze. Ein. Ja, genau. Das ist ja mittel. Das ist ziemlich genau mittlerer. Also geringe Auslastung ist gelogen. Ja, ja. Das ist nicht ganz korrekt, aber 6,12er. Eine Minute haben wir wieder aufgenommen. Das ist aber nicht langsam fahren. Wir erreichen in wenigen Minuten Bamberg. Die Ankunftszeit ist heute voraussichtlich 16.40 Uhr. In Bamberg haben Sie folgende Anschlüsse: RE 35 nach Hofort Bahnhof über Lichtenfels um 16.46 Uhr von Gleis 5. RE 19 nach Coburg um 16.56 Uhr von Gleis 4. IC 2062 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof um 16.58 Uhr von Gleis 3 am gleichen Bahnsteig. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Sind nur, dass wir überall im roten Bereich sind, außer in Nürnberg, dann wieder eine Minute pünktlich. Warum wir dann hier mit 3 km/h fahren? Das sind noch 3 Kilometer oder 4 Kilometer aus Bamberg. Das ist nämlich nicht Bamberg hier. Wir sind nur rot. Heilig, der Kollege denkt, das ist auch geil. Das hat keinen Sinn, der ICE muss oder ICE oder. Ich kann den Bamberg machen. Das ist ja geil. Sehr gut. Ja, macht dir keine Sekunde gut, wenn der jetzt hier oder in Bamberg überholt. Ja, der fährt ja drüben. Ja. Ich stehe jetzt nicht mehr runter, wenn ein Signal haben und dann 80 Meter weiter drüben ist er überholt. Hm? Das ist wirklich wegen dem. Warum? Der wäre jetzt auch nicht zerschellt, wenn wir den. Wenn wir den jetzt. Neben uns gehabt hätten, den Zug. In Augsburg fahren die mit 230 vorbei. 160. Direkt am Zug an der Tür. Das knallt ganz schön. Ja, das ist zu 18, ne? Die Fress. Ich die Wette da. Bumsfeuer. Ja, Bamberg 39, das ist 39. Genau. Lost. In der Kahn ist ja irgendwelche Störungen hat. Da wird massiv überladen, der Strecke da. Wenn wir den CE3 vorbeilassen mussten auf dem Gleis drüben, das hat ja keinen Sinn. Also, da hat der FDL mal wieder gepennt. Jetzt sind wir 42. Ja, weißt du, das waren wir auch wieder 20 Minuten, so 10 Minuten Aufenthalt. Der ist jetzt auch weggestrichen, weil er steht auf Krampf halt wieder rum. Weil wir haben ja nicht per se gestanden.
so ist es gut. Er zieht an. Man merkt, dass so im Takt von 5 bis 10 Minuten normale Verspätung drin ist, wenn er halt, ja, wenn er mal warten muss auf den IC oder sowas. Ja, genau. Gut, wenn er aber vom Startbahnhof schon Verspätung rausfährt, das heißt, er hat schon mit 5 oder 10 Minuten, dann ist es kritisch. Dumm, dann kann es sich wirklich in die saumäßig erhöhen. Ja, weil dann werden andere Züge vorgelassen werden. Das weil wir dann sagen, wir sind schon verspätet. Dann kommt die ja, das raus. Sollte so gemacht werden, ist aber nicht so. Ja, da kommen nämlich jetzt nicht dann, wenn wir als ICs vorgelassen werden. Wir sind schon verspätet. Nächste Station. Und dann wird es noch verspätet. Bamberg. Das ist das Problem. Das heißt, so ein Gabenzug schon mit 10 Minuten startet. Nächster. Bamberg. Brauchst du gar nicht mehr merken, dass der raus hat. Auf Fahrtrichtung rechts. Durchgeht. Macht er nicht. Ja, doch, Zwischenkraftring macht das groß. Ja. Das, das, wenig Umsteig. Das finde ich auch geil. Wenig Umsteig gezeigt. Das ist sehr geil. Und wieder weg. Ja. Ja, weil er doch wieder ein bisschen eine Minute halt, rauskommt. Außer ja. Also wenig Umsteig gezeigt. Weil er jetzt doch wieder short. In ICE will ich jetzt nicht auf Risiko gehen, dass ich hier in den ICE umsteige. Das ist ein bisschen... Ja, schon geil. Ja. Der hält ja, mindestens 1-2 Minuten. Er hält ja nicht so, macht Tür auf. Du bist hier schon da, der Zug. Der wird gleich wegfahren. Ist er schon da, oder was? Ja. Was? Ich will nicht machen, glaub, das wäre sehr riskant, diese ja, ist Anschluss. Ist es der, oder was? Anschluss? Ist es der Anschluss? Ich glaube, ich meine, Bums ist voll. Offen. Hier sind wir 265. Das ist ein 13 Teil, da haben wir 250 wieder. Ja, schon Bums voll, da, Standplatz. Alter, Bums voll. Weiter, Ich sehe schon voll. Ich muss halt irgendwo gucken, wo ich Plätze finden. Ist halt schon voll. Ja, ist der. Kannst du ja frei machen. Kannst du ja frei machen müssen. Das ist der geile Mod-Sex-Hörer. Mach ich nicht. Das ist auch Flugplätze voll. Ja. Ich bin ja Flugplätze. Alle durch den Zugang sind kein Platz verteilt. Keine Ahnung. Ja. Jeder, der Flugplätze sein will. Ich schließe und losfahren. Hey, ich glaube, wir machen mal einfach nicht. Kommt, okay, wenn wir den rein. Auf keinen Fall lasse ich den hier hin. Leer. Ja, komisch, wenn ich der Bums voll immer. Ich hätte jetzt eine halbe Stunde oder so. Jetzt ist er so voll wie der L2 dazu, ich weiß nicht, warum der jetzt so leer ist. Ich wollte nicht so wollen, ich hätte alle ausgefallen. Natürlich wohl nicht. 25 Teile. Schaffen wir, wenn da 29 steht, dann nicht. 29 steht, schon. Ja, vergessen einzuschreiben, ja. Gestern einzustellen, der den nicht angezeigt hat. Doch, hier. RE14 nach Nürnberg. Vorne wird auch RE14. Was? Forchheim. Ja, vorne ist ja nur ein Zusatzzug. Nächste Station. Hirscheid. Vorgesehen.
cool ist, wir haben Tramlink in Augsburg, dass der eine gesteuerte Klimaanlage hat. Sehr gut. Mhm. Das heißt, wenn sehr viele drin sind, dann schaltet die Klimaanlage sehr stark an. Geil, ja. Und er hat diese Sommerlichter. Das heißt, wie im IC4. Das heißt, wir schalten dann nur nicht halt tagesabhängig, sondern jahresabhängig, also Monat. Das heißt, im Sommer wird eher kühleres Licht, also kaltes blaues Licht eigentlich, damit du diese Hitze nicht so wahrnimmst, so ein kaltes und diese Träge. Ja, was du meinst, ja. Und im Sommer wird dann, im Sommer kaltes Licht eingespielt und im Winter wird das schöne warme Licht eingespielt, ein schönes rotes Licht eingespielt. Finde ich richtig geil. Ja. Wenn es im Solarzähler auch noch so wäre, dann wäre es richtig geil. Mhm. Der nächste, so der nächste Generation, dritte Generation. Ja, vierte Generation, weil dritte ist Gabi, vierte ist falsch. Erste ist FTX und. Der erste? RRX, zweite, falsch. Nee, bewegt und RX, der erste, zweite ist Gabi, dritte ist der hier. Welcher ist der, Nein, nicht ist Gabi und der hier fast ähnlich. Also ist auch zum erste, zweite. Zweite, wie Gabi. Wie Gabi, ja. Aber an sich ist das zweite hier. Ja, auch, weil das sind nur andere Sitze. Ja, und FTX, nee, und 90 sind die fünfte, glaube ich. Die Ausstattung ist dieselbe. Also, weiß ja, ich nicht. Weil die ja auch diese Riffeldinger, weil der bewegt ist ganz anderer Zug wie der hier. Er hat ganz andere Ausstattung, also nicht, das ist nicht nur eine Ausstattung, sondern ganz einfach an der Technik, weil der steckt hier schon irgendwo da oben. Das ist auch ganz anders. Ja, das ist ein ganz anderes Innenraumdesign. Die ganzen Gleise da halt. Ganz andere Toiletten. So, jetzt wenn er so schleicht, daneben wird es wohl nichts. Nee, ich glaube, der wird die ganze Zeit so, ja, da wird dann wohl nichts. Nee, das heißt, reinholen will er halt nichts, wahrscheinlich. Ich habe morgen 2 Stunden zu spät nach Hause zu kommen, weil ich nicht rein. Das ist Bumscall, wollen wir den nächsten? Der ist ganz leer. Ja. Der Twinny. Echt? Nächstes Jahr voll. Da trotzdem aber kurz vorher vielleicht, wenn alle dann rein. Ja. Wenn die alle aus dem FTX kommen jetzt. Nee. Das waren die nächsten. Schön aus dem FTX. Also die hat Spaß fahren. Ja, hier. Aber. Ja. Die wirklich wohin müssen, fahren jetzt eh. Müssen wir uns dann nicht gleich trennen oder wollen wir noch irgendeine Scheiße? Das ist genau das Wort. Ja. Wir müssen auf Gabi fahren oder so. Ja, wäre schon geil, wenn ich den Tindings kriegen würde, aber ich habe jetzt am 24 sogar eine Minute reingeholt. Ich hätte aber, keinen Bock, das zu spielen, weil ich jetzt auch was essen und so. Dann ich gehe vielleicht zu McDonald's und tue mir da einen und so. Ja, stimmt. Ja. Kommt dann da fahren. Oder München, ja. Kommt fahren, wenn wir das Tindings schaffen, schön, wenn nicht, dann scheiße. Da war eine 1,5 Stunden in Nürnberg auf dem Skoda im Allee. Und ich meine genau eine Stunde. Können wir schön nach Wien fahren. Aber nix. Doch. Nee. Doch. Oh, weil, doch. Weißt du, wozu das geführt hat in Augsburg? Und wenn der im E-Wex war, das war der letzte. Dann hat es nichts mehr. Okay, schon mal. Ja, weißt du, das ist ja schon keine Entschuldigung. Mhm. Leute. Der wird schon noch mit Mainz gekommen. Fragen, ob wir jetzt E4 fahren dürfen. Ja. Nur mit München auf E-Rex. Oder die C3 oder irgendwas halt. Was auch nicht so bumsvoll ist, was halt leer ist. Ja. Schön nach Hannover. Nächste Station. Wenn der kommt, der FTX, dann können wir auch nach Hannover kommen. Aufstieg in Fahrtrichtung. Wenn der kann, kommt der neue mit nach Erfurt. Der steht der FTX, der Desoratzimmer. Der L29 nach Erfurt. Wenn der kommt, dann können wir nach Hannover mit 612 fahren, zack, fertig. Hannover? Ist nicht weit. Einmal, zusammen umsteigen. Was? Und FTX, 612er. Echt? Ja. Wenn der nach Hannover durch. Nee, Erfurt. Hannover. Sechst dir? München. Ja, wo haben wir denn? Schon 9 Stunden. Nein, 6 Stunden. Lange nach Leipzig. Natürlich nicht in Direktverbindung durch Frankfurt. Nicht auch nicht um 16:48 Uhr, sondern eher um 8:45 Uhr. Drei Umstiege. Oder auch nicht. L2 nach. Ach, der fährt nach Göttingen. Den meinte ich. Nach Castle Wilhelms Höhe. Okay. Das ist der Betreiber. Das ist der Dings da. Das ist der. Wahrscheinlich, ja. Den meinte ich. Ja, da halt noch 50 S-Bahn-Umstiege da. Metronom, der geile. Ach, geil. Zeig mal. Und dann fahren wir mit dem RW-Ding, das ist der Schrottgold da, ne? Kantus, ach du Scheiße, der dieser Flirt da, ne? Der Kantus. Heute geht's um Kontus. Fährt er nach Erfurt überhaupt?
Ja, 1 Stunde 53, das ist nix. Das ist gar nix. In Nürnberg Erfurt, warte. 190 km/h. Ja. Und einfach ICE. Der ICE braucht halt 120 und der vielleicht schon 30 oder so. Und der andere Zug braucht RE14 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Erlangen. Nächste Station Forchheim. Nächste Woche. Schnee ist sowas vorbei. Schnee ist scheiße. Schnee war im Dezember ganz nett, vom 1. bis zum 31. Dezember ist Schnee nett und das ist der Kacke. Außer beim MTX, das weiß ich gar nicht. Ja, aber sehr nicht so viel Schnee wie letztes Jahr, wo wir ungefähr 8 Meter Schnee hatten. Ja genau, so, das war so mit scheiße. Zentimeter, ne? Richtig Schiss und Kacke, weil da konnten wir nirgends fahren. Das war gar keine Schule. Ja, das war Grundschule, das hat überhaupt nichts gebracht. Das war katastrophal, dieser Schnee. Wir waren gar keine Schule. Eiskette da. Schnee war Dreck, das war katastrophal. Das war furchtbar, also das war das schlimmste Wetter, was ich in meinem Leben je gehabt habe. Das hat einen riesen Aufwand erzeugt. Diese dummen Schlüssel sind nicht ausgefallen. Ich werde auch nicht aus dem Tornado, aber noch Hurricane. Weil dann schwänzt sich einfach. Wenn Tornado ist, und Schule nicht ausfällt. Ja. Und was auch ganz schreck, oder was auch ganz fies kommt, normalerweise ist der Gabi Flirt 3 um 7 Uhr in der Schule, um 7 Uhr und um 7:23 Uhr Ersatzzug, Dreiteiler. Was ganz fies kommt, in der Woche nur ein Teil. Wie ist das denn? Wird meinen Freunden wird es da schön gefallen. Also ich kenne nämlich viele aus der alten Mittelschule. Meinst du bei Klassenfahrten? Nee, beim Mal, jeden Tag. Das ist natürlich auch nicht vierteilig. Doppelfraktion des Jura und C ist, glaube ich, notwendig. Ja. Wäre so voll wie hier. Auch ein Teiler, so C, fünf Teiler. Das ist auch. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall zwei Teile Flirt, wenn sich verschwinden. An die Sura C sind drei Flirts. Ja, ungefähr. Also, so ein halb, sagen wir mal. Also, ja, also zweieinhalb Jähriges. Sogar der erste war schon wieder fast die Hälfte des eines Flirts. Mhm. Ein Flirt, der so wahnsinnig kurz ist. Warum haben die nicht Sechsteiler wie bei der BAW bestellt? Weiß ich nicht. Das bringt aber auch nicht Sechsteiler, dann können sie nur einen Sechsteiler bestellen. Ja. Oder? Heißt, doch in Kaufung sind sogar zwei Sechsteiler. Achtteiler, ja. Achtteiler? Ja, bis Buchloh halt Doppelstation oder Birmingham. Ja, und dann ein Teiler, ein Sechsteiler. Nicht Ticket noch. Ja, genau. Der schlechte ist der 440er vom Fugger Express. Was? Ja, das ist halt ein netter Regionalzug. Ja. Dieser IC2 da. Der Teppich AE halt, ja. Teppich AE. Wird er genannt. Ich
Twinning eigentlich. Twinning mit Lok. Wie der, das ist tatsächlich genau derselbe Zug. Genau derselbe Zug wie bei der Metronom. Ja, eigentlich schon, ja. Der einzige Unterschied ist. Ja, das ist viel geiler. Eine andere Lok. Ja. Das ist der einzige Unterschied. Genau, ohne Teppich. Deswegen hast du das Ding aus Teppich eigentlich. Zwingen. Ja. Und ohne diese ohne andere Sitzpolster, also diese andere Farbe. Die andere Farbe. Ja. Das ist der einzige. Ja, genau, das hat der andere da. Nur weil es Fernverkehr ist, dann heißt es nicht, dass es Fernverkehr ist. Mhm. Das sind ja keine Fernverkehrssitze, das sind immer nur andere. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Forchheim. Die Ankunftszeit ist heute voraussichtlich 16.58 Uhr. In Forchheim haben Sie folgende Anschlüsse: S1 nach Neumarkt in der Oberpfalz über Nürnberg Hauptbahnhof um 17.06 Uhr von Gleis 5. S1 nach Bamberg über Eggolsheim, planmäßige Abfahrt 17.29 Uhr, heute voraussichtlich um 17.32 Uhr von Gleis 5. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise durch die Region. S1 nach Feucht. Trocken. Oh Mann. Ja. So dumm. Dann wie der Robin sagt immer. Ist mit Robin auch so lustig? Ja, schon, aber andere Witze halt. Okay. Dann sag ich mal, wir sind beide so irgendwie dämlich und dumm oder beides. Das hat Robin immer. Der sagt immer, ich bin so dumm. Nee, wir beide sind so dumm und lustig und beides. Und mir sagt er immer, Robin, bei mir sagt Robin immer, oh, ich bin so dumm. Ah, ich bin dumm. Gut, dass ich so gut, dass ich so eine kompetente Reisebegleitung habe, hat er immer gesagt, zu mir, wenn ich dabei war. Hat er zu mir immer gesagt. Der kleine Robin Hanser. Der kleine Robin Haber war da. Ja, wenn ich mir Robin mir vorstelle, wie er vor mir steht. So. Wie er guckt so. Ich kann nur dieses Video von der Karlsruher S-Bahn erinnern, wo du vorne warst, ja, und ja. Er hat also in seinem Stuhl so. Der Blick unbezahlbar geil. Alter. Ich wollte mich auch besser antun. Nächste Station. Forchheim. Fuck. Aufstieg in Fahrtrichtung. Und sie hat ihren Kopf abgeschnitten, voll dämlich. Ja, sie hat den Kopf abgeschnitten. Nicht ich, sie hat ihn geöffnet. Nur sie. Sie ist da. Sie sind rein und raus. Das ist interessant. Nein, das ist doch nicht wirklich. Nein, ich finde. Ich finde auf jeden Fall Frauen mit diesen engen Geilhosen, die sind auf jeden Fall gut. Weder von mir. Tausendmal. Weißt du was, oder? Auf jeden Fall besser, als wenn es so wirklich mal. Es gibt welche, die haben diese engen Hosen. Da passt es aber nicht. Das ist schon zur Hälfte wieder unten. Diese Uschi da. Du musst wirklich kaum eng. Nee, ich weiß schon, sind okay. Vor allem die hat so einen dünnen. Ich wollte die. Die hat so ein geiles. Da schaut das was, oder? Ja, genau, wo es knau. Ja, ja. Nicht, weil genau, richtig. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn man an der Hälfte ist, dann steht es nicht. Vor allem die hat so ein dünnes, aber so ein fettes Hirsch. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Boah, das ist schön dünn. Ja, ja, ich weiß nicht schon. So fett, so breit. Das sieht so aus ungefähr. Warte, warte. Jetzt hab ich dir mal vor. Ja, genau. Ja, Robin Haber, oder? Robin Hood? Nee. Er sieht seinen Namen verschrieben. Ja. Bei Instagram. Das ist halt lustig. Die Leute geht ja schon leer. Was ist er denn? Was ist er denn? Guck mal, wo ist denn der? Ein Mario-Bändchen. Nee, warte, wo bist du da? Warte. Im. Digga, so ein Rotz. Im Nadeira. Nö. 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 Warte, ganz kurz. Nö. Ups.
diese Elsa nochmal? Die Elsa ganz unten. Also, warte, oh, Digga, mach das doch mal größer hier, warte. Digga, komm nochmal. Digga, hör mal auf. Wer ist das denn? Hör mal auf jetzt. Wer ist sie denn? Dieser Blick ist krank. Das andere Bild. Nur dahin. Nur die Brücke, ne? Ja, komm mir da. Das ist kacke, ja. Okay, ja, das dauert zu lang, glaube ich. Warte mal. Was ist denn, Digga? Warte mal. Wir könnten doch bis zur Brücke fahren. Entweder willst du mit dem hier fahren. Achso, du meinst entweder. Ja, ich will entweder fahren. Nächstes Mal dann. Ja. Ja, skeptisch. Was machst du denn da mit der Scheiße? Guck mal her. Wenn Sie Freunde fährt, wird er auch gar nicht Akku. 17:20 von Gleis 4. Das ist auch keine Ahnung. Wer ist denn? Also, den verlinkt ja noch. Keine Ahnung, mein Vater. Verlinkt den Freunde mal. Ach, komm. Nach Rot, ja. Nach Umwelt, grün. Nee. Elsa. Du bist schon so weit, dass du nur Elsa schreibst. Anstatt Elisa, nein, gleich Elsa. Elsa wäre viel einfacher, den Namen Elisa. Voll unkompliziert, den auszusprechen.
Das ist kein Status drin. Als wenn sie FTX sieht. Oh mein Gott, wie geil. So, wenn sie. Wenn sie Talent. Wenn sie eine Arbeit am Boom zerreißt. So, wenn sie eine Arbeit am Boom zerreißt. Oh mein Gott. Was ist denn drin, ey? Der Arme ist am Boden zerreibt. So reibt sie den Boden. Sie sind gerade aus der Schoss in der Leiche, die sie vergraben hat. Die Grinsekatze sieht. Sie schmeißt in der Leiche in die Brücke und schaut dann so. Stieg in Fahrtrichtung. Der andere Typ ist schon. Der Jada. Welcher? Was? So. Ich weiß ja nicht, Jada heißt er bürgerlich. Ja, bürgerlich. Aber bürgerlich Tim, Digga. Bürgerlich Tim. Und bürgerlich Jay. Warum heißt er Jay? Wie random ist das? Achso, ja. Weil ich meine, der Tim. Der sieht mehr aus wie ein Jay als wie ein Tim. Ja, finde ich auch. Das passt voll gut. Die Elsa passt auch besser. Die Hose. Wenn sie so auf dir solche Photoshop machen, dass du hinten triffst und so und dann so. Dann so mit. Was? Bumsvoll. Aber auch alle raus wieder hier. Ja. Die alte hier. Ist eine Hose da, die falsche Hose. Die ist überrascht über da. So, ach, hör mal, der ist ja geil. Nein, okay. Schön, schön disliken. Junge, das ist ja mein Handy, du Vogel. Ja, das ist scheißegal, komm, alles liken. Alles disliken. Nein, nein. Disliken. Nein. Warte mal. Hast du eigentlich schon alles geliked? Ja, eigentlich schon, ja. Das ist irgendwo, wo ich halt noch nicht wusste, wer das ist. Schön. Ja, wir hatten zu viele. Ja, ich weiß, 25 Beiträge oder sowas. Ja, 5 Jetzt aber hoch auf das Mal. Alter, ja, ja. Guck mal, ja, das wird mittlere Auslastung. Alter, jetzt mir reden wir schon. Kritisch. Schau mal, hier steht mittlere Auslastung. Ja. Mittlere Auslastung. Schau mal, hier unten da steht mittlere Auslastung. Geil. Die Leute schon im Gang stehen. Das ist für mich außergewöhnlich hohe Auslastung, aber na gut. Weil doch die Hälfte aber trotzdem bei uns noch zwei können. Ja, vorne ist recht leer, kann das sein. Das ist halt dumm, dass es so ungenau angezeigt. Schon lost das irgendwie schon mal. Wie dumm das ist. Wie dumm das ist, wenn man. Arian, schau mal hier. Weil das wäre ja schlau, wenn man hier. Und die Wanderung, wenn das quasi angezeigt wäre, wie voll die Wagen gehen, weißt du. Ja. Hier beim Gewinner gerade, schau hier. Hier ist die Auslastung noch, so ein Mensch oder hier zwei Menschen. Das wird ja mal. Das wäre cooler so. Ich hätte nochmal Wunsch vor, schnell. Ja, das zieht sich halt in den Kraftzeichen. RE14 nach Nürnberg Hauptbahnhof. Es wird nächste Station HBF. Fürth die Hauptbahnhof. So ein Schaffi Sau, das ist schlecht, das Foto ist wirklich nicht. So ein Schaffi Sau. Schön like. Wie diese Katze. Das like ich. Das Kampffoto. Das ist ja dumm. Ich leg mich bitte. Ja, das ist guck, nein, warte, zeig mal. Warte, oh, das kann ich ja, warte. Ich liege hier unten. Aber warum? Ich quer. Das sieht jetzt Gesicht scheiße. Das sieht jetzt das Gesicht scheiße, oder was? Ich hab mir das ekelhaft. Ich würde das doch nie alles machen lassen. Kleine Elsa, Digga. Nee. Dann schön über den Zug. Ist die denn? Heiratet. Ich hasse meinen Freund, ich will dich. Das ist ja so dumm. Der Freund dich. Der wird dann wird der Freund dich nicht so fallen. Das ist die alte wieder. Schön Stau auf der A2. Hä, was? Wo? Alles durch. Hey, wir sind noch so dumm. Wieder pünktlich fast, also Wahnsinn. So 19 nachher war das nicht gewesen. Das war gut.
wäre jetzt richtig voll. Das ist Zug, der Zug an C ist an sich eine super Ausrüstung, eine super Kapazität eigentlich. Ja, wir können ja nicht. Zeit könnte ein bisschen wenig. Voll gesteckt bis unter das Dach. Mhm. Schön ein zwei Teile abheben. Ach du Schuss. Weil die 4.8 würde er nicht auch reichen. So als ein Zugteil pro Zugteil, einer weniger, würde ich auch sagen. Ich habe nicht an. Die 4.8 aber genau. Das ist cool. Wo sie ein oder ein Ab. Zweiter Dach gehört. Ein oder ein die 4.8 würde auf dem. Der RB69, der Ausschuss würde schön analysieren. Aber die könnten da auch autonom fahren. Der RB69. Ja, kein Bahnhof mehr müssen. Okay, außerhalb von alles schon auf dem Urlaubsbereich. Der Akkuflur wäre wirklich gut, als ich schon aufregen lassen möchte. Ja. Diese nicht durchgebundene Bahnlinie. Ja, genau. Als Pendelbahn. Ja, diese Pendelbahn, diese eine Garnitur, die durchgebunden ist. Nee, es pendelt jetzt hier dann. Ja, einmal halt Kaufring, Landsberg, oder halt Landsberg, Kaufring, Kaufring, Landsberg, Kaufring, Landsberg, Augsburg, ja. Der fährt von Kaufring, ja, von Landsberg, fährt zurück nach Kaufring, nochmal nach Landsberg und dann nach Augsburg. Und dann wieder. Ich glaube, es gibt insgesamt drei Triebzüge zwischen Landsberg. Nee, es war vier, glaube ich, vier. Oder? Drei. Und insgesamt ist, wenn einer auf Landsberger ist, ich finde immer einer auf Landsberg. Ne, dann sind zwei auf der RB69. Weil wenn der eine kaufen und schaut, dann treffen die sich, glaube ich, in Wurmingen. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Fürth Hauptbahnhof. Die Ankunftszeit ist heute voraussichtlich 17.15 Uhr. In Fürth Hauptbahnhof haben Sie folgenden Anschluss: S1 nach Neumarkt in der Oberpfalz über Nürnberg Hauptbahnhof um 17.39 Uhr von Gleis 21. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Wir sind ziemlich nah an der Treppe, weil wir sind in der Mitte vom Zug. Das heißt, wir sind ziemlich nah an der Treppe. Ja. Ich kann auf welches Leitung fliegen eigentlich? Ach, in Fürth kommen wir ja in die U-Bahn einsteigen. Ja, das ist halt weg. Fürth nimmt weg, aber halt irgendwie die Ewigkeit. Das ist halt 30 Minuten mit der U-Bahn, weil die nicht so lang dauert. Seifeld nach 5CF. 4CF, wenn man vielleicht haben wir Glück. Ich kann sein, dass wir kamen, warte. Also, unser Zug ist 5, wir sind 4. Ich hoffe, das ist ein Bahnsteig. Da kann er sein, weil letztes Mal war der Tindy auch auf dem Gleis. Das könnte durchaus sein. Ja, das muss so sein. Das ist, glaube ich, so bei der gleichen Bahnsteig. Ja. Weißt du noch? Letztes Mal, wo der kam und da hinten noch der Talent war, der Talent? Ja. Das ist dumm, jetzt hier so beschissen. Okay. Gleis 1 ist 1, 2, 3, dann 4, 5. Dann müssen wir gucken, wo Nürnberg Hauptbahnhof ist. Das kann ich ja ganz genau nachschauen. Warte, doch, fast. Wir müssen nur laden. Also 4, 5 ist ein Bahn, ist ein Gleis. Sehr gut. Ja, da können wir entspannt umsteigen. Wo? 4, 5 ist ein Bahnsteig. 4, 5 ist... Nee. Ja, weil man muss halt das runter. Ist ein Bahnsteig, wir müssen nicht runter. Da ist 4, da drüben, da ist der Bahnsteig, das graue Ding da. Geil. Okay. Ja. Stressfreier Umstieg, sehr schön. Null. Schon nach ganz vorne. Ja, ganz vorne, ne? Wir gehen dann im Zug vor. Außer der Zug ist halt leer. Leer durch. Und dann sprinten wir halt schnell vor. Ein kleiner Kran. Wenn wir schnell rauskommen. Das ist von der Elsa. Das ist irgendein random Trick, der vom Boden kommt. Mit deiner Elsa. Nächste Station. Fürth Hauptbahnhof. Ich weiß jetzt die Flügel nicht. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Bums. Ich finde, der Bahnsteig ist wahrscheinlich so voll letztes Mal, weil der so voll der Bahnsteig. Das ist wie beim C4, weißt du noch, da wo vorhin so viel los war. Oder beim Flirt von dem Foto, was du von der Carmen da. So voll war der Bahnsteig, letztes Mal in Fürth. Und der Zug war schon so voll wie jetzt. Flirt?
Da mussten die Leute in ihr rein, in der 12er. 4 Zugteile. Können nicht dreifach Traktoren fahren, so als hier, ne? Können sie schon. Machen sie aber nicht. Nee. Gibt es denn auch so eine Auslastung, wie viele Wagen und so kommen? Eigentlich auch so eine Anzahl. Soll ich eigentlich mal alle zuschicken? Alle Fahrpläne? Ja, bitte. Ja, ja. Dann kannst du auch so gleich angucken. Ich hab das so gemacht. Vom Weg, dann kann ich die alle hier. Hast du alle? Von jedem, ja, jedem Gleis? Ja, genau. Aber halt nur in die Richtung. Von München halt. Nicht nach München. Ja, nach München, der wurscht. Gibt es noch nicht. Ich weiß nicht. Achso, ja, dann passt ja. Ich weiß noch. Gibt, kannst du auch nicht machen. Ja, warte mal. Hier mit dem 3 km/h fahren ist eigentlich nicht so geil. Also, kann man die auch weiter lang? Ja, ich weiß. So gesehen, das ist. Nee, warte mal, stopp. Das hier? Möchtest du entweder das hier? Möchtest du das hier? Von Gleis 5? Ja, oder? Weil hier ist halt sehr viel Regen drauf. Oder möchtest du das hier? Wo man halt dann hier schön sehen kann. Das ist natürlich. Das ist besser, das ist ein bisschen gespielt, aber man kann es besser sehen. Das wollte ich auch sehen, so. Okay, warte. Auswählen. 1, 2, 3, 5. Ja, genau. 40. Ich hab das Zeug gar nicht mehr schnell aussteigen können. Dann. Aber nicht irgendwie ihm sagen, sondern zeigen. Sag ich niemandem. Nein. Ich will weniger Leute, weil wenn du es besser. Sagst, weil ich hab am Anfang beim Ideen zu folgen, dann gesagt, komm, ich zeig's dir. Und dann hab ich Jeff auch gesagt, komm. Am Anfang hab ich gesagt, komm. Dann hat Robin gesehen, dann hat er gesagt, dann hat auf YouTube gesagt, ja, ich kann man den sehen. Wann fährt denn der Ideen? Dann hat der Robin so gesagt, ja, es gibt ja so online, wo man sowas runterladen kann. Das habe ich ja gesagt, dass Robin das verpfeift. Das ja. Ich habe dir ja gesagt, da sagst du nicht Robin, sondern verpfeift Robin, weil Robin macht bestimmt für Fame. Er hat selber auch. Hat tatsächlich gemacht, ja. Der Einzelne. CX. Das sind aber nur die Abfahrten aus Augsburg. Das heißt, wir gucken halt, welcher Triebzug es dann ist. Wahnsinn. Das ist ja irre, wie schwer es ist. Jetzt nur noch mit Hill ist. Jemand werden wahrscheinlich auf Hill gehen. Nee, ist da noch, bis es wirklich dunkel ist. Ja. Im Rückweg wahrscheinlich von Nürnberg nach. Warum ist es 16? Da steht Abfahrt um 17. Na komm doch. Fahr los, muss ich nicht, nicht sagen, bis jetzt nach 17 kommt. Ja, das ist ja, so dumm. Ja, jetzt 17, genau. Fahr los, komm. Ja, der war los angekommen. Ja, ist richtig. Sagen, okay, jetzt haben wir, warten wir bis 17, okay. Dann steige ich aus, ganz Nürnberg oder was? Da kommt die Wahl. Tür zu, dann gleich los. Nach Bamberg, ja, E14. Hey, Stammberg. Stammberg. Hä, hey, ja, genau, ey. Nein, ist auch gestern. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Holy shit. Alter, ich geh's halt an der Tür. Mach. Ja. Den Deppen da, diese scheiß Kamera da, die. Das ist da. Scheiß Zug. Das ist ja. Schön. Bei der Bundespur. Da bräuchte man 50 Desigual 10 am Stück, das da. Dann ist der so voll wie hier, der Zug. Da darf ich Desigual 10 sein. Ich komm mal rein. Ein Rollbild auf dem Stück. Scheiße. Okay, das ist. Ja, das ist ich, das hab ich schon. Schön ein Armenio. Ey, so voll wie der war letztes Mal, der 612er. Und der 612er war letztes Mal so vor. Nee, nicht ganz so. Ja. So wie der hier ungefähr. Also waren halt alle Sitze belegt und ein paar Leute standen im Gang. Und dann war halt der ganze Bahnsteig ganz voll und die mussten alle warten. Also draußen warten, weil einfach keiner mehr in den Zug reingepasst hat. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, heute zu fahren, weil heute ist ja Rückreiseverkehr, heute ist ja letzter Tag, jetzt kommen alle aus dem Urlaub. Ja. Das ist dumm. Normalerweise wäre. Warum wollt ihr alle in diesen L10 rein? Keine Ahnung. Weil es da besser ist. So scheiße ist der Zug. Die Stoffen sind da rein, Alter. Also deswegen müsst ihr wieder nach Würzburg. So. Die sagen, heftig ist nicht so cool, deswegen stellen die an. Die sollen drüber allein stellen. Die finden den 440 geil. Der Schrott. Die finden den. Herzlich willkommen da. Sie, ein, das Auto ist kaputt, das hat was. Das war Gehase. Was ein Vergaser, das ist doch lächerlich. Sie, ich frag dir das Auto, das ist ein Vergaser. Er weiß doch nicht, was ein Vergaser ist. Prüfen. Wo ist das Auto im Blut? Wie dumm ist das denn? Freistadt-Tür, Train Lands, Bavaria, das ist anständig. Die bringen den, ich hab schon Bock auf Twini, weil Twini ist echt chillig. Wenn der leer ist, ist er gut. Der zieht sich auch meistens so.
der Tinny ist halt dumm, weil der eins oder hat der, ja, der andere Tinny, der halt durchfährt und dann halt auch 2 Stunden braucht, weil der braucht halt 2,5 Stunden, weil der 8 Stunden rumsteht in Ingolstadt Hauptbahnhof. Das ist halt ein bisschen lost, aber. Ich habe ein paar ICEs vorgelassen werden, aber. Schön. Bums. Voll. Ich wollte den Tinny. Nee, glaube ich nicht, weil. Der ist halt gut voll, der Tinny. Wenn der halt bums voll ist, dann. Ich weiß noch am ersten Tag, wo wir nach Salzburg fahren, den schönen Bums leer. Ach, geil. Das sind auch die Syrer Klassen mit WLAN. Die haben alle WLAN bekommen. Mhm. Hier sind alle. Der alte Lind, Schrottlind, haben alle WLAN. 3 Stunden, ja, das ist schon krass. Ja, sogar die normalen Kacklind haben alle WLAN. Kommt ja. Das ist ja. Oh, das ist der neue, da schnell der schnelle. Oh, geil. Was für Bundeswille, warum spielen die den Zug? Ja, keine Ahnung. Mir geht's besser, das zu tun im Leben. Ich halt hier mittendrin. Hier kann der hier hin. Die sollten halt in dieses neue Gehäuse, was da gebaut wurde, sollten die rein, da die neue, die... Vorne, weil liebe Fahrgäste, wir erreichen lass die halt schön sicher sind dann. Die Ankunftszeit ist heute voraussichtlich 17:24 Uhr. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. In Nürnberg Hauptbahnhof haben Sie folgende Anschlüsse. ICE 90 nach also Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof um 17:35 Uhr von Gleis 7. Also ICE 95 nach Wien Hauptbahnhof über Regensburg Hauptbahnhof um 17:32 Uhr von Gleis 8. Ja schon ganz ICE 1695 nach München Hauptbahnhof über Augsburg Hauptbahnhof um 17:32 Uhr von Gleis 8. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Wir haben noch keine Einfahrt, das ist ja lustig. Ja, das ist halt üblich, weil. Das ist jetzt wieder vor uns reingefahren, die ICE oder was? Das hat man vorher auch gesehen, dass der Test FTX Vorfahrt hatte von dem ICE, einem Regio-ICE. Der war zu schnell, glaube ich. Ja, hier ordentlich 28 Short Connection Time. Sehr schön. Short Connection. Schrottkiste ist ordentlich nach vorne. Bums wollen. Ausfahren ICE. Nee, weiß ich nicht. Wie ist ICE fahren geht er nicht? ICE nach Karlsruhe. Der Schrottzug ist der dumme Zinnix da, der Schrottzug. Ja, okay. Ich verstehe mir jetzt bis 24 Uhr, dann ist er irgendwie weg. Wir gehen dann schön hoch zum Landplatz, oder? Rum im Scooter, aber der Bus voll ist halt. Ich weiß, dass der voll ist. Scooter unbedingt? Ja. Ja, das geht schon. Wenn wir den jetzt nicht schaffen sollten. Ja. Ein bisschen, der TF ist kein Schleicher, diese dumme Signale halt. Das ist, glaube ich, richtig abgrund vorne. Natürlich geil, wenn der TF vorne unseren Zug mitnehmen würde. Also, das wäre cool, ja. Dann sind wir eh nicht zu spät, dann wird er eh warten. Ja, das ist lustig. Ja, der TF muss den Zug erst aufbereiten. Schon auf dem RE190 haben wir Zug. Ja, der muss auch erstmal raus aus der Tür da hinten, deswegen, ja. Ja. Oder der ist Verspätung. Nee. Der ist wahrscheinlich gut rein. Short Connection Time. A1. Mhm. 4 Minuten. Naja. Es ist 3-4, dass das auf unserem Bahnsteig steht. Wenn das nicht tut, dann wären wir am Arsch. Dann wäre er weg. Der ist halt leer. Der müsste leer sein, weil alle Skoda mit dir gefahren sind. Dann wäre vielleicht mit dem. Du musst dann halt. Wenn du den Skoda mit dir laufen lässt, dann gut. Also wir wollen dann irgendwie den Kram abkümmeln. Wenn du wirklich irgendwo hin musst, dann noch den Skoda mit dir. Weil alle aus dem Zug nicht alle. Selbst wenn alle aus dem Zug in den Findings einsteigen, wäre er noch nicht so voll. Die ICE fahren hier nach Bamberg, oder? Oder wo fahren die? Fahren genauso wie wir. Fahren die auch hier oben, oder? Ja, fahren von genauso wie wir. Ah, die von unten, ja, fahren die da hinten. Ja, hier fahren die hoch. Da hinten fahren die ICEs. Ich muss mich halt auch verspätet. Ach du. Ja gut, nur eine halbe Stunde. Ja. Ich hab schon mal 19:04 oder 20:04 da stehen sehen. Das war krass. Ja, nur mehr Steinbilder, das ist noch mehr, das ist genauso München Pasing. Das ist die Sonnenstrecke. Das Wagenbähnchen, genau, Wagenbahn.
Nächste Station, Nürnberg, Hauptbahnhof. Wieder direkt nochmal stehen. Langsamfahrtssignale im DB-Museum. Ja. Da kann man ja Signale, da kann man Stellwerk rein, da kann man Signale umstellen. Ja, wo? Da. Ach, das ist cool. Ja, da kann man dieses Häusel da rein, das ist Stellwerk, das da kann man genau umspielen, das ist total geil. Genau, genau. Oh, nee, das da. Damals war ich einmal drin. Das ist alles geil. Alles klar. Da war ich schon mal drin. Hier. Also die Züge, die draußen stehen, sind richtig dumm. Da steht ja, so eine gammelige 110, so eine Fakes war. Die erste Klasse? Ja. Weil, nee, warum ist gelb? Nee. Ich bin erste Klasse. Nee. Ich war nur in München, nee. Nee. 2 Minuten zum Umstieg. Wenn wir aus dem Zug rauskommen, ist das reicht. Ja, wir brauchen nicht mehr 1 Minute aus dem Zug und dann schnell rüber. Ja, das dauert, der Umstieg dauert maximal 1 Minute. Das ist scheiße. Wir sind wittig. Wir sind altwillig. Ja. Also wir können ja im Zug vorgehen. Ich filme die Strecke nicht. Ja. Außer der Pump ist voll. Ja, sehen wir da schon. Schauen wir da rüber. Achso, ist er nicht da? Nee, nee, wenn wir da wären, hätten wir ein Problem. Dann ist er weg. Weil jetzt die Treppe ist wahrscheinlich auch bumsvoll, so wie in Karlsruhe, weißt du noch? Mhm. 4, weil dann bumsvoll, genau so. Ja. Das ist halt dann dumm. Wie sie am Anfang noch immer sehen haben, so, nee, wir haben gesagt, das ist nicht doch so, die ist so klein. Ja, haben wir jetzt mit 5 km/h Bahnhof. Ja, weißt du noch, was wie sie gesehen haben? Ja, so hundenlos, und glaub was? Wie sie so sehen haben. Dann dachte ich, hey, das ist ja auch nie im Leben. Ja. Die ist aus wie 5. Ja, nicht. Nur 3 km extra, dass wir genau dann ankommen, wenn der Kran losfährt. Dann, super, ey. Ja, du erwarten wir schon. Fährt auch. Ja, der nächste nach München fährt in 8 Stunden. So. Gleiswechsel. Nö, nö, das sind schon richtig. Da hinten ist wieder, oder? Wie voll ist der? Alter. Stopp. Stopp. Siehst du was? Ja. Pumps leer. Ach geil, wusste ich doch, hab ich dir gesagt. Stopp. Mach stehen, komm. 1 Meter bei der Vorfahrt ist los.